Was geht ab, YouTube Adreddis? Ich bin mit dem wunderschönen Barre. Habibi. Mein wunderschönen Bruder und mein Brrrr-Skandal, mein wunderschöner. Und wir gucken uns heute die letzte Icon-Folge an. Wallah, ich weiß gar nichts. Wir sind hier live auf Twitch mit dem besten Twitch-Chat, mit der besten Community. Wir gehen rein, Adreddis. Ich bin richtig gehypt. Ich freue mich drauf. Ehrliche Meinung. Heute werden Leute rasiert, Cousin. Ich küsse euer Herz. Ja. Willst du ehrlich sein? Nee, ich lass die. Oh, Wallah, der ist krass. Okay. Ja. Okay. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Ey, Chat, ich verrate euch das später. Skandal verratet euch auf seinen Twitch-Account. Folgt ihm auf Twitch. Baba, glaub mir eines Tages, ich hoffe, ich esse dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause, es wird Zeit, ich lieb jetzt meine Traum, ich geb nicht auf. Ich tu alles für euch, bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Das ist doch sein Finalsong von Icon 3. Von Icon 3? Ja. Krass. Finalsong. Heftig, dass er sich jetzt noch so gut anhört. Morgen früh. Okay, Walla, jetzt geht's los, Dreddys. Pass auf, Skandal, Barre, eine Frage an euch. Mit wem wart ihr in der Icon-Villa-Zeit? Yanni, wer war eure rechte Arschbacke? Jeder hat doch so seinen Homie, seinen Zimmernachbar, was auch immer. Bruder, ich sag dir ehrlich, das hat sich wirklich von Tag zu Tag verändert, Bruder. Ah, krass. Ja, nee, Bruder. Beispielsweise, ich war im Knast. Im Knast habe ich ja zum Beispiel mein Zimmer mit Infinite geteilt. Okay, ja. Ne? Stimmt, ich erinnere mich genau. Ja, ja. Und er ja mit Bayer, Bruder, so war man ja automatisch am engsten immer mit der Person, mit so. Aber in der Villa, Bruder, war ich einen Tag 24-7 mit Infinite. Am nächsten Tag war ich 24-7 mit Barre. Ah, ist ja auch so challengebezogen, ja, ja, das auch, Bruder. Check. Das Ding ist, Bruder, ich sag dir auch ehrlich, in diesem, bei diesem generell, diesem ganzen Turnier, waren wir immer gemeinsam. Es gab nicht dieses richtig so, der steht jetzt alleine mit dem. Da wurde immer, das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, und das ist auch so ein kleiner Leak, Barre und ich, wir waren immer so die, so, ihr müsst euch vorstellen, die haben zum Beispiel, wie die jetzt gerade da so sitzen, BZ, Emre und Xandro, die haben so Sachen geklärt und hinter irgendeiner Wand haben wir uns immer versteckt. Und habt ihr zugehört, oder? Haben wir uns so angeguckt, dann sind wir reingerannt, dann haben wir mal einen Plan gemacht. Morgen diese und diese Challenge. Walla, ihr seid so schlau, ja, Digga, ehrlich. Werden uns zwei von euch vieren verlassen, aber ihr werdet nicht alleine alle zusammen auftreten, sondern gegen euren Partner. Und nur einer von euch beiden wird überleben. Ey, Walla, Skandi, gell? Wenn du jetzt hier sitzt und du hast verloren, Cousin, und du hast mir das nicht gesagt, ich werde nie wieder mit dir reden. Oh, Dicker. Ich sag dir ehrlich, Cousin, das hättest du mir wenigstens sagen müssen, wenn irgendwas passiert. Nee. Aber was würdest du denn sagen? Also nach deinem Gefühl, wer kommt von denen weiter? Mein Gefühl? Ja, ehrlich. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab da so eine... Also von den vier jetzt. Ja, ne? Es ist Shabab, Kenan, Raza und Skandal, oder? Genau. Mein Bauchgefühl sagt mir, mein Bruder, Kenan, Raza. Naja, okay. Ja. Gute Künstler, so, ja. Aber hier ist auch Ende dann, Bruder, so. Okay. Das denk ich. Deswegen lass auch am besten so machen, bewerte auch am besten gleich nach der Genau, Zeit. Aber man weiß nicht, weil es kommt dann songbezogen an. Zum Beispiel Raza mit Coca Shem hat mich Todes überzeugt. Hätte mit diesem, wenn er den auf Solo-Song gemacht hätte, so ein bisschen mit der Hook, der wäre durchgezogen. Das wäre krass, das war, oh mein Gott, Taka mit 50er Subbombe, Walla. Tag durch Kili. Taka, Bruder, Walla, du bist. Deine Sau. Der kam gestern schon mit einem 50er-Bruder. Nur Liebe an dich, mein Bruder. Mach mal Liebe für Taka in den Chat, aber meine wunderschönen Drays. Okay, wir gehen rein, ich bin gespannt. Du warst schon safe, gell? Was? Der war schon Top 6. Boah, Digga. Auf jeden Fall, Leute, das muss reinkommen. Unbedingt Shit zu haben, mein Bruder. Das Ding ist, mir ist leid, dass meine Stimme nicht da ist. Nicht so 100%. Wallah, Billa, Bruder, wir haben gekämpft für diesen Weg, Bruder. 3 Jahre lang in irgendwelchen Garagen bei Minusgraden, Bruder. Wir hatten kein Geld, da man nachkommen. Die Zeiten sind vorbei, Bruder. Denn Bra holt das alles raus, Bruder. Ich habe zwar einen Song, ich bin zwar gut vorbereitet, der Song ist auch top, aber das ist leider nicht 100% von mir. Bruder, ich sag dir ehrlich, Cousin, ich muss auch was sagen. Der Kenan wollte einfach nicht antreten. Gegen dich? Ja. Warum? Bruder, ich bin zu den hingegangen, ich schwöre bei Allah, du wirst antreten. Der hat zu mir gesagt, Bruder, mir geht's nicht gut.
Ich habe gesagt, Bruder, du wirst antreten. Der so, Bruder, ich bin krank. Ich so, Bruder, du wirst antreten. Ich glaube, ich saß mit denen auf seinem Bett, Bruder. Mhm. Das war auch unmittelbar schon vor einem Solo. Musste ich den auch so richtig so. Und hier bei dem Solo habe ich richtig gesagt, Bruder, du wirst antreten. Du wirst antreten. Aber Bruder, ich habe richtig gemerkt, so. Hat der Schüttelfrost gehabt? Nicht der. Bruder, der hat wirklich Schüttelfrost zu dem anderen Thema, ne? Aber Bruder, seine Stimme ist irgendwann mal, Bruder, Stimme geht flöten. Ja, ist natürlich. Ist ja kontinuierlich am Arbeiten. Ja, safe. Und dann habe ich gesagt, Bruder, du wirst einen Song machen. Dann bin ich auch sogar noch zu Baré, Bayo, BZ gegangen. Mhm. Und habe gesagt, redet mal mit dem. Mhm. So, weißt du? Dann, Alhamdulillah, wir haben den umgestimmt, dass der endlich diesen Song bringt, Bruder. Ah, krass. Und zu diesem Zeitpunkt, Bruder, hast du Angst gehabt, dass du verlieren könntest? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe keine Angst gehabt, ob ich gewinne oder verliere. Mir das war dir scheißegal. So, ich sag dir ehrlich. Okay, krass. Wallah, wäre ich rausgeflogen, wäre das so, Bruder. Am Ende des Tages... Also bist du nicht rausgeflogen? Nein, ich sag ja, aus meiner Sicht, Bruder, wäre es der Fall gewesen. Und bei Allah, das meine ich ernst, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, das ist mir egal. Ob ich, guck mal, wenn ich gewinne, ist der Schmerz genauso groß, wie wenn ich verliere. Wenn ich gewinne, Bruder, ich habe einen Song davor mit Kennern gemacht. Stimmt, ja. Und wie die Leute du warst sehen, ja ein Team, war ich wollte gerade sagen, alle sagen ja, keiner Skandal, du, weißt du? Ja. Wenn ich gewinne, bricht es mir das Herz. Das würde man dann auch in der Reaktion sehen. Mhm. Und wenn ich verliere, bricht es mir auch das Herz, weil ich verloren habe. Bruder, ich bin so gespannt! Was geht ab? Mein Name ist Skandal. Hier haben wir meinen Bruder Shabab. Wir haben gleich einen Solo-Auftritt. Skandal vs. Kennern. Ja, mein Schimmer hat nachgelassen, ja. Aber so, mal gucken. Er wirkt nicht motiviert, Digga, ehrlich. Ich gebe einfach mein Bestes, mit dem Herz singen und das wird schon. Mein Bruder Shabab vs. Rasha, der bessere Song und die bessere Performance gewinnt. Wir sind sehr gespannt, wir sind alle sehr aufgeregt. Jeder wünscht sich natürlich weiterzukommen, aber am Ende des Tages bleibt alles hier Familie. Und auch wenn es ein Konkurrenzkampf ist, nur lieber mein Bruder Kennern, nur lieber mein Bruder Rasha und nur lieber mein Bruder Shabab. Wie ich meinen Solo-Song vorbereitet habe, ich hatte den Song schon vor Icon zwei Wochen davor habe ich den aufgenommen, einfach so. Und dann habe ich den zwei, drei Mal gehört und habe gemerkt, okay, das ist eine gute Atmosphäre, beziehungsweise ich spiegel sehr, sehr viele Bilder in diesen Texten. Icon 5, baby! Herzlich willkommen bei Tag 9, Last Chance. Heute treten Skandal gegen Kennern und Shabab. Barry, was hast du gedacht in diesem Moment? Bei dem Battle jetzt? Ja. Bist ja auch wahrscheinlich mit beiden gut, so? Oder ich bin mit allen gut. Mit allen gut gesehen? Bruder, ich hab zugeschaut, hab geguckt, Bruder, ich dachte mir so, für mich war auch traurig, weil Bruder, ich wusste jetzt einer von denen, muss gehen, Digga. Zwei ja. von denen ja so. Ja, 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 ja. Aber Bruder, im Endeffekt, das ist ein Contest, Bruder, und stimmt, ja. Ich finde die Entscheidungen, die da getroffen wurden, Bruder, so wie die getroffen wurden, finde ich auch. Also ist richtig. Gerecht. Wallah, okay, ist gerecht, okay. Bruder. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ab gegen Rasha auf. Seid ihr gut vorbereitet, Jungs? Yes. Bruder, an erster Stelle, Bruder, lass mal einmal Danke sagen, weil ich glaube, jetzt offiziell Rekord. Wir haben offiziell Zuschauerrekord. Wallah, Baba, Digga. Der Rekord gehört euch, Jungs, Digga. Skandal. Barré, mein wunderschöner Bruder. Bruder, wenn du live gegangen wärst, hättest du, glaube ich, auch den Rekord. Ich küsse eure Herzen. Nein, nur wegen euch, Bruder. Nur wegen dir, Skandal. Und wegen Barré, mein Bruder. Oder wegen der Community. Wallah, ist wegen euch, Jadis. Löst Rätsel auf. Soll ich auflösen? Haram, Bruder, Wallah, mach bitte. Soll ich auflösen? Wenn du mich auflösen? Ja, löse auf. Okay, passt auf. Ich löse ganz kurz auf. Okay, Jadis? Also, dieses Rätsel dient nur dazu, Leute abzufacken. Es gibt keine Lösung. Das ist die Lösung. Ich habe es euch damals schon dieses Rätsel gestellt, vor 2-3 Jahren. Es gibt keine Lösung. Ihr könnt jetzt dieses Rätsel nehmen und eure besten Freunde einfach abfacken gehen. Ihr könnt denen sagen, was stand auf diesem Brief drauf und fuck die so ab, dass die anfangen zu googeln. Fuck die so ab, aber verratet es ihnen nicht. Verratet ihnen das auf gar keinen Fall. Es gibt keine Lösung. Das ist die Lösung. Es gibt keine. So, null. Die Lösung ist null. Es gibt sie nicht. Dankeschön. So, wir gehen rein. Also ich nicht. Wir schauen nicht. Ich hab's euch nur gegönnt wegen Skandal. Ansonsten hätte ich euch verrecken lassen, Dreddy. Ich hätte euch niemals verraten gesehen. Okay, dann nicht auf. Warum? Was war der Grund? Im Haus ist hier eine Katze eingedrungen. Der hat auf dem Kabel gepisst. Oh. Hatte ich keinen Akku mehr. Ich hier aus, da sind gefickt. In dieser ganzen Villa habe ich auch keinen Stift gefunden. Da habe ich mit Steine geschrieben auf Boden. Ja, der hat allen Hartschaden gemacht. Muss ich von oben gleich nach unten performen. Den nehme ich hier von oben ab. Ich würde noch. Ich will noch eine ernste Sache loswerden. Vielleicht hört man auch schon, meine Stimme ist weg.
Ich danke dir. Du hast genau das T-Shirt heute auch an. Nur deswegen, Baller. Ehrlich? Ja, Baller. Guck mal, weil ich erkläre dir, warum. Ja. Dieser Tag war für mich ganz besonders. Ja. Deswegen, dieses ist so mein Spezialshirt. Ich liebe das über alles. Krass. Ich habe das bei meiner Boof-Runde angehabt. Ja. Da fand ich den Song extrem. Und ich wusste, krass, wenn ich heute hier bin, weil ich das T-Shirt anhabe, habe ich das. Jedem und auch der Jury und alle möglichen, an die Jungs, an alle, dass ich überhaupt hier sein durfte. Ich glaube, viele haben nicht damit gerechnet, aber die, die an mich geglaubt haben, vielen, vielen Dank. Wenn es klappt, würde ich mich freuen. Wenn es nicht klappt, danke, dass ihr bis hierhin alles geschaut habt. Ich muss ehrlich sagen, Bruder, auch Ding, Rase hat sich in den letzten Folgen echt gemacht, Bruder. Er hat sich weiterentwickelt, Cousin. Weil am Anfang war für mich so, Bruder, der hat auf jeden Fall viel Medikits dabei, weil er hat es lange überlebt, weißt du, Spawnschutz so. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, Rase, Kompliment auch von mir. Nach dieser Coca-Shem hast du mich gehabt, Cousin, ehrlich. Im Keller. Ich genauso, genau. Meine Stimme ist... Noch eine Sache sagen, Bruder. Wallah, man muss eine Sache sagen, abgesehen jetzt von Rascha oder generell, es ist auch immer sehr, sehr schwierig für Künstler, sich anzupassen, Bruder. Ja, nee, natürlich muss das ein Künstler haben, Bruder, aber manchmal treffen zwei unterschiedliche, komplett andere Welten, die er eigentlich zum Beispiel, ich glaube nicht, Bruder, wenn Barre, wenn wir beide uns nicht kennen, dass, Bruder, auch wenn ich ihn über alles liebe und er mich auch, Bruder, glaube ich, dass wir beide so anhand der Musik einen Song jemals zusammen machen. Safe, also, weißt du, komplett verschiedene, das ist ja komplett Typen. Straße und das ist dieser Film, mein Bruder. Aber... Es gehört zu einem Künstler und zum Beispiel ein Bayor, egal mit oder wem Bayor du ihn in eine Gruppe steckst, Bruder, er macht einen Baba-Song. Ja, ja, 100%. So. Und auch fürs für den Verlauf, du wirst ja jetzt noch jahrelang in Business, du wirst auch irgendwann mal, zum Beispiel wie ein Haftbefehl, er hat, keine Ahnung, wie ein Rammstein hat der Feature gemacht und so. Normal. Das ist einfach Kunst, Bruder. So? Ich finde aber, Bruderherz, da hast du auch recht, ne? Ich finde, aber wenn man beispielsweise mit einem Rammstein oder wenn, egal wer auf mich zukommen würde und ich ein Feature mache und mit denen im Studio sitze, habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten, Bruder, zu arbeiten. Da, du bist live, Bruder, du bist gefickt in vier Stunden, Bruder. Cousin, weißt du, wie ich mir in die Hose geschissen habe bei Malaga? Zum Beispiel, du hast den Song ja auch gar nicht gefeiert, so, weißt du? So, weißt du? Ah, okay, okay, okay. Oder ich sag dir ehrlich, ich habe mir richtig in die Hose geschissen bei diesem. Ach stimmt, ich erinnere mich an das. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so nervös wie da, Bruder. Ich so, was mach ich eigentlich, Bruder? Alles stimmt, das war Katastrophe. Ja, so, zum Beispiel voll viele. Das war euer schlechtester Auftritt. Aber bei mir, Bruder, die haben den Tod gefeiert, die Leute. Krass, auch viele Leute, Bruder. Krass, ich erinnere mich sogar daran. Da seid ihr in Zweiergruppen gegen andere Zweiergruppen angetreten. Zwei gegen zwei. Genau, immer zwei gegen zwei. Okay, ich erinnere mich. Leider 100% nicht da. Also ich gebe mein Bestes. Shabab und ich, wir freuen uns gar nicht, dass wir es sind. Ja, ich würde sagen, nur Liebe, seid nicht enttäuscht, wir geben unser Bestes. Ich küsse euch. Okay, Jungs, ich weiß, dass es hart ist mit der Heiserkeit. Wir befinden uns am Ende. Aber auch heute werden uns zwei Künstler verlassen. Oh nein. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Eine Sache noch. Yo. Denkt dran, der Verlierer gibt sein Kopfgeld das stimmt. An dem Gewinner von heute. Das gibt's hier auch noch. Oder bitte, Walla. Bei mir, ich hatte härteste Duell mit Kenner. Guck mal, mach mal mit Play. 0 Euro. Guck mal, wie viel Kopfgeld wir haben. Challenge. Ah, du hattest gar nichts. Oder? Wir waren, ich bin mit Minus dahingegangen. Ein Wunder, dass ich nicht minus 4 Euro oder so hatte. Walla, diese Kopfgeld mit diese, bei mir. Ich so, was sagt er das eigentlich? Das war ich. Eh nicht. Walla, stimmt. Kann man noch. Wie viel hat Kenan auch nichts? Bruder, hör dazu, was ich jetzt frage. Guck, minus gehen, dann wäre gut. Walla. Wer ist denn der Erste von euch, der auftreten möchte? Ich würde auftreten einfach. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren mit. Du warst motiviert. Bruder, nicht motiviert. Ich wollte einfach nur diesen Druck hinter mir haben. Ich hatte so dicke Eier. Okay, okay. Ich bin gespannt jetzt, Gandhi, Digga. Okay. Na, mein Bruder. Komm, Junge, jetzt! Komm, Junge, jetzt! Ja. Straße. Heimvorteil. Alter, hab ich das vermisst. Du bist kein Rapper, nur ein Hurensohn am Mike, der im Hinterhof Cafés für ein paar Rubel unterschreibt. Immer Straße, weil ich mich für den Hype nicht bücke. Hinterlasse Manus deiner Schwester Fingerabdrücke. Ich wuchs auf zwischen Spielotheken und Schizophren, Junkie-Fotzen, die Tilo ähneln. Hab immer gute Blüten, so wie Bioläden. Doch würd lieber mit mir selbst als mit der Kripo reden. Was? Von wo, Junge? Von wo, Junge? Das war mein Objekt, diese Delatsche Tasche, wie du letztes Mal gesagt hast, und voila, das stimmt. Ich hatte den die ganze Zeit in der Tasche. Ich so, Bruder, hier habe ich, glaube ich, die stärkste Lyrik überhaupt, Bruder. Ich lasse den noch ein bisschen. Voila, du intelligenter Junge, Digga. Das ist dein stärkster Song, gell? Das ist dein Herz, Bruder. Danke schon, Mann. Ja, doch. Das ist schon krass. Ich wuchs auf zwischen Spielotheken und Schizophren, Junkie-Fotzen, die Tilo ähneln. Hab immer gute Blüten, so wie Bioläden. Doch würd lieber mit mir selbst als mit der Kripo reden. Wir verlieren schnell Respekt, wenn du Gesicht zeigst. Deshalb kam ich auch mit Maske in das Biss rein.
nochmal hören. Ich muss nochmal hören, Cousin. Ich hab mir gedacht, Bruder, Walla, weißt du auch, Bayern. Walla, was hast du gemacht? Ich freue mich richtig, weil ich wusste Lyrik. Ja, Walla, ja. Was hast du gemacht? Ich hab ihm das dreimal gesagt. Ich so, der will Lyrik, der will diese Nomenreime, warte, der kriegt sogar alles. Walla, Chat, hört mal zu, Aminisikim. Davon predige ich seit Jahren, Bruder. Man aus deiner Schwäche ein paar Rubel unterschreibt immer Straße, weil ich mich für den Hype nicht bücke. Da lasse man aus deiner Schwester Fingerabdrücke. Ah! Ich wuchs auf zwischen Spielotheken und Schizophren, Junkie-Fotzen, die Tilo ähneln. Hab immer gute Blüten, so wie Bioläden, doch wird lieber mit mir selbst als mit der Kripo reden. Sie verlieren schnell Respekt, wenn du Gesicht zeigst, deshalb kam ich auch mit Maske in das Biss rein. Dieses Leben zeigte mir nur ihre Schattenseiten. Kenn meine Handynummer nicht, dafür meine Abzeichen. Schweizer Hurenberg, mehr als Schweizer Hurenwert. Du wärst auch Blamage, wenn du keine Hure wärst. Meine Weste ist nicht weiß, sondern kugelsicher. Und wenn ich ziele, trifft die Kugel sicher. Pussy! Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Tief in deiner Mutter hab ich meinen Schatz begraben. Ich will nicht viel reden, es sprechen nur Taten. Auffällig, unauffällig, aller Bin Laden. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Es fallen Schüsse in der Hood. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Allein all denen Muck. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Es fallen Schüsse in der Hood. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, denen Muck. Tag, tag, denen Muck. Meine Welt schwarz-weiß, Achromatopsie. Shababs aus der Sandkassen, Tag und Nacht aktiv. Lauf seit Jahren auf der Street, bequem in Pantoletten, genauso wie die Sawafi bei One Piece. Fick das Finanzamt, weil ich Unterhand bezahle. Und weil ich eure Mütter ficke, muss ich Unterhalt bezahlen. Das ist ein Skandal, wenn Skandal wieder einsteigt. Und Tilo ist so dünn, er gibt mit seinem Körper High Five. Mein Schatz, den könnt ihr haben. Tief in deiner Mutter hab ich meinen Schatz begraben. Ich will nicht viel reden, es sprechen nur Taten. Auffällig, unauffällig, aller Bin Laden. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Es war ein Schuss in der Hut. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Vorbei. Allein halt den Muck. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, schluck, schluck. Es war ein Schuss in der Hut. Push, push, weil ich muss, muss. Tag, tag, den Muck. Tag, tag, den Muck. Fickt eure Mütter. Bruder, du hast gefickt. Ja, Wallah. Wallah, ich bin stolz auf dich. Wallah, der arme Kenan, ja. Das merkt man, Bruder, auch, wie wir gerade geredet haben, Bruder. Das ist jetzt ein Solo-Song, Bruder. Weißt du, du konntest dich entfalten, Bruder. Das ist das, Bruder. Und deswegen habe ich ja direkt von vornherein auf dem Beat, war ja schon etwas gesprochen, Bruder. Weil ich wusste, Bruder, dass ich mir vielleicht ein bisschen Zeit lasse. Deswegen sage ich ja da, endlich, Bruder. Nein, endlich, Mann, das, was endlich ich liebe, Bruder. Ich schwöre. Amar, auf nächste Live-Event, Bruder, du weißt, wer hier performen muss, Cousin. Wir machen mit Gage, wir handeln aus. Bruder, du hast Kenan auseinandergenommen. Weiß man nicht, Bruder. Wir hören gleich Kenan sein Song. Bruder, du hast ihn auseinandergenommen, Cousin. Dankeschön. Ich liebe sowas, Cousin. Ich weiß, deswegen habe ich mich richtig gefreut. Mehrsilbige Nomenreime, Bruder. Da, guck mal, Bruderherz, guck mal. Das ist, man kann sagen, ja, die Kunst aber vielfältig. Es, aber, Bruder, mir selber geht es darum, weil ich stundenlang damit verbracht habe, auf Nomen, irgendwelche Nomen zu finden, Bruder. Mhm. Mein Kopf damit gefickt habe. Ich weiß, was das heißt, was für eine Arbeit man da reinstecken muss. Darum schätze ich das so sehr, mein Bruder. Normal. Und für mich, bester Song, den du jemals gemacht hast, Cousin. Bester Song. Am Anfang von deiner Buchrunde bis jetzt, Cousin, für mich der beste Song, Cousin. Bruder, ich sag dir was. Herz. Ich sag dir, also Stand dato, ne? Bis dato war das für mich persönlich der beste Song, so, den ich gemacht habe. Aber Wallah, Bruder, ich habe einen Solo-Song. Der ist noch stärker. Also ich sag das für mich persönlich. Das ist mein Lieblingssong von Bruder. Und ich sag dir, weil da rede ich auch über mich, so, weißt du? Boah, okay. Ich meine das so. Ey, wenn Kenan jetzt gewinnt, gell? Ich ruf BZ an, ich mach mit dem Cyberkrieg, Cousin. Ich sag dir, wie es ist, Cousin. Auf, Bruder, ja? Bitte nicht Skandal, Bruder. Jawohl, Amar. Dankeschön, Cousin. Ja, Skandal. Jo. Wir bitten einmal den Nächsten nach vorne. Wir danken für deinen Auftritt. Herzlichen Dank. Okay. Aber, Bruder. Ich bin ehrlich. Ja, normal. Aber auch direkt von vornherein, nur damit du im Hinterkopf hast, er war krank, Bruder. Ja, Wallah. Und Wallah, er war krank. Jetzt, ich will es dir nur sagen, Bruder. Aber nicht diese Schüttelfrost-Geschichte. Nein, aber ich check schon, Bruder. Am Ende des Tages, Bruder, hast du recht. Du musst bewerten, weil er performt da alles ja, gut. Ja, Bruder, ich, ist nur Turnier, damit du, Cousin. So, weißt du? Ich liebe ihn aber, Bruder. Ja, ich weiß. Du bist süß, Bruder. Ehrlich. Kenan, nur Liebe, Cousin. Aber ich nehm dich auseinander jetzt. Nein, Spaß. Nur Liebe. Ich will nur hier raus. Warte, ich muss kurz Untertitel anmachen. Nein, Spaß, glaube ich. Spaß.
Spaß, Spaß. Sag mir, wann kann ich hier raus aus dem Loch? Und immer wieder, wenn ich rauslauf mit den Jungs, steckst du immer in den Trap aus. Sind auch immer wieder richtig down drauf, verzichst auf. Also nimm nur rein zu. Zu viel Scheiße gefressen, Gott wollte uns testen. Wallah, wir sind alle kaputt. Denn ich kann kaum richtig denken, versuche zu kämpfen. Ja, eines Tages wird's gut. Und immer wieder, wenn ich rauslauf, muss ich mir's mal bauen, denn die Sorgen sind groß, ey. Und immer wieder, wenn ich rauslauf, muss ich mir's mal bauen. Oh, ah. Bin der Junge von nebenan, ständig Krisentaten sind ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mit dem Mann reden kann. Zu viel Kopfwix, du richtige Lass. Bin der Junge von nebenan, ständig Krisentaten sind ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mit dem Mann reden kann. Zu viel Kopfwix, du richtige Lass. Ich will raus aus diesem Loch, aber es geht nicht. Shaitan flüstert in mein Ohr. Bleib hier in dem Käfig, das Leben ist eklig. Mutter am Weinen, mein Kopf, der dreht sich. Nichts bleibt für ewig, außer die Fam im Haus. Du verstehst nicht, wenn ich sag, ich will raus. Boah, hat er das gefreestylt? Krass, ja? Mutter war zu viel am Leiden. Oh, ah. Nein, du kennst nicht meine andere Seite. Oh, ah. Die Seele ist tot für mich wie eine Leiche. Oh, ah. Mein Herz ist am Schreien, aber ich bleibe leise. Oh, ah. Bin der Junge von nebenan. Ständig Krisentaten sind ekelhaft. Weiß nicht, ob ich mit dem Mann reden kann. Wir geben ihm Liebe, wir geben ihm Liebe. Ja, safe, ich bin ehrlich, Walla. Von eben an, bin der Junge von eben an. Okay, also, ich bin nett, aber ehrlich, Jungs, ja? So. Also, Bruder, wenn auch bei mir oder so, Bruder, du kannst. Ich bin immer, Skandal, ich bin der Letzte, der nicht ehrlich ist, Cousin. So, Kenan, erstmal von mir, gell? Walla, größten Respekt für die Weiterentwicklung, Cousin. Als du da reinkommst bei Icon, mein Bruder. Ich hab schon gedacht, das ist irgendwie Vitamin B, wer hat wem was bezahlt, so Geschichten. Mhm. Er hat sich todesentwickelt, ja? Safe. Mit diesem Song aber gegen deinem Song, Bruder, gerade ich als jemand, der die Lyrik achtet, Bruder, kann ich nur dir den Punkt geben, Bruder, so. Und ich erkläre bitte den Cyberkrieg, wenn er dir, nicht, dir dem auch den Punkt gibt, so. Trotzdem Liebe für Kenan, weil der Song war nicht schlecht. Ja. Er hatte Vibe gehabt, der war cool, man kann ihn cool hören. Die Hook hat mir gefallen, Bruder, ja. Der hat ich auch so im Kopf, weil ich die auf TikTok ein, zwei Mal gehört habe. Ja. Die ist mir im Kopf geblieben, so. Das muss man ihm auch Props lassen. Im zweiten Part, ich sag auch was mir, da waren die Reime viel zu simpel. Der hat im zweiten Part, die wurde meistens einsilbig gereimt oder wenn nicht, dann zweisilbig gereimt. Das war viel zu simpel, viel zu simpel. Der zweite Part, da war nichts. Aber im Großen und Ganzen ist cool. Und ich schätze seine Weiterentwicklung, Bruder. Und ich wünsche ihm nur Liebe. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, Bruder, zwischen euch beiden würde ich dir den Punkt geben. Wenn das nicht vernünftig, normal und cool war, Digga, weiß ich auch nicht. Chat, wie seht ihr das? Wem würdet ihr den Punkt geben? Skandal oder Kenan? Bruder, an erster Stelle auch an den Chat, Bruder. Immer ehrlich sein, ja? Nee, ja, schreibt wirklich. Nicht meinen Namen dahin, weil ihr mich mögt oder so. Richtig. Guckt immer, dass man neutral. Aber safe. Und nochmal zu Kenan, weil Kenan guckt wahrscheinlich gerade auch zu, mein Bruder. Walla, Props. Walla, du hast eine dicke Weiterentwicklung gehabt. Genau, und du hast 700.000 Hörer auf Spotify. Jetzt kannst du Geld seiner Mutter ficken, Cousin. Ich küsse dein Herz, mein wunderschöner Bruder Kenan. Aber Punkt gebe ich an dich, mein Bruder Skandal. Gehen wir weiter. Zweite Battle. Ah, entscheiden die jetzt? Nein. Okay. Es wird alles gut. Dankeschön. Kenan, danke für deinen Auftritt. Als nächstes würden wir Rasha nach vorne bitten. Okay. Ich bin gespannt, Digga. Ja, Rasha auch, Überraschung, ja? Du hast gerade schon bei dem gehört, ne? Ja. Der war komplett am Ende. Ja, Walla, dass der überhaupt ausgetreten ist, ne? Echt? Der wollte auch eigentlich nicht aufgeben. Wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit. Wie im Winter. Wie im Winter. Es wird kalt wie im Winter. Dennoch, wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit. Wie im Winter. Wie im Winter. Die Straßen leer und mein Herz ist kalt. Armatur, Brett voll mit Teig. Lass sie gehen, ich will sie nicht sehen.
fahre weg wieder vor Problemen. Viel zu schwach, ich halte es nicht aus. Gedanken nachts gehen nicht mehr raus. Kann schon sein, ich hab viel bereut. So viel gemacht, aber nur enttäuscht. Gesichter lachen, doch lügen viel. Du willst vertrauen, aber glaub mir sie. Nutzen das aus, dass du selber siehst. Sie sind ganz oben, drücken dich tief. Sag mir, bist du noch da? Dachte, wir wären Pablo und Tata. Aber manchmal denk ich nach. Und das, was war am Tag, ist so kalt wie im Winter. Denn auch wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Es wird kalt wie im Winter. Denn auch wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Wie im Winter. Doch es sollte nicht so sein. Hat einen anderen Plan, ja, ich weiß. Vielleicht können wir uns verzeihen. Vielleicht bleibt es dabei. Ja, ich bin ehrlich, natürlich. Sich benebelt, hört den Regen prasseln auf meinem Dach. Dachte ehrlich, das mit uns hätte auch irgendwann geklappt. Es ist kalt wie im Winter. Dann war es, Baby, was geht ab? Immer wenn die Sonne scheint, ist mein Herz nicht mehr bereit wie im Winter. Noch ein bisschen Taktfehler, ja? Wie im Winter. Zwei, drei Taktfehler. Es ist kalt wie im Winter. Wie im Winter. Es wird kalt wie im Winter. Okay, Bruder. Ich bin auch lieb zu ihm. Mhm. Ja, ehrlich. Das war wieder ein schlechterer Song so. Also die letzten Songs, die ich von ihm gehört habe, haben mir viel mehr gefallen so. Ja, und ich hatte ihn schon auch so Ding. Mir haben ein bisschen die Highlights gefehlt. Und ich muss ehrlich sagen, der hat mir Kindern auch besser gefallen als er jetzt. Aber man muss auch sagen, weil am Anfang ich hatte nicht viel Ding in ihm so. Ich habe nicht viel. Also ich selber, ich war nicht so, boah, ich höre mir jetzt Rasa auf Spotify an so. Aber Bruder, die letzten zwei Songs hatte er mich. Habe ich privat gehört, Cousin. Ich habe mir gedacht, Baba, Bruder, so. Leider, Bruder, diese, ich weiß nicht, was Shabab jetzt bringt so. Aber das war der falsche Song vielleicht für diese Challenge. Ich glaube, das war auch, abgesehen davon, war das von der Challenge, glaube ich auch generell, war das auch der falsche Song für einen Live-Auftritt. Bruder, der steht da hinter Palmen, Cousin, wie kalt wie im Winter. Ja. Generell auch so, dass so ein Studio-Song ja. für mich persönlich, und dann halt viele Sachen auch so, weißt du? Bruder, Wallah, du hast, weil da arbeitest du mit Effekten, ja, da arbeitest du mit so vielen Geschichten. Trotzdem lieber an Rasa, Bruder, ja? 100%. Man weiß nicht, was Habibi Rasha. Genau, Rasha, mein Bruder. Man weiß nicht, was Shabab bringt, Cousin. Aber Shabab muss eigentlich jetzt, Bruder. Ich sag ehrlich. Im Winter. Die sehen auch nicht so überzeugt aus, gell? Okay, Rasha. Wir bedanken uns für deinen Auftritt. Wir bitten dann einmal, Shabab nach vorne zu treten. Wollt ihr Kuchen, Jungs? Nach hinten machen oder so. Den Song feier ich richtig. Aschenbecher voll mit Malboro und Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. So tief, so wie Niagara. Zwischen Asphalt und die Welt, die nie da war. Wir träumen groß. Und ich blick zum Mond. Aschenbecher voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. Zu tief, so wie Niagara. Zwischen Asphalt und Liebe, die nie da war. Ja, wir träumen groß. Und ich blick zum Mond. Baba, keiner löscht das Feuer in mir. Deshalb saß dein Sohn immer nachts im Revier. Ich liege nachts im Bett, es tut weh, dich so zu sehen. Sing die Melodie im Bento. Bada papa papa. Frag mich, wann kommt unsere Rettung? Puff, Schoko, Tabak. Mein Block ruft Ahla Shabab. Bis spät in die Nacht. Push, push, das Paket, Paket, hasch, hasch. Walla, was soll ich dir sein? Kaputte Generation. Bruder, der ganze Block hängt auf Hasch und Kali. Aschenbecher voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. So tief, so wie Niagara. Zwischen Asphalt und Liebe, die nie da war. Wir träumen groß. Und ich blick zum Mond. Aschenbecher voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu oft. Fall in ein Loch. So tief, so wie Niagara.
sauer Song, Bruder. Bleibt in Ohr, hatte schöne Highlights gehabt, Bruder. Bruder, für mich, ich sag dir ehrlich, Bruder, schreibt nur für mich so. Ja. Shabab ist für mich ein Star, Bruder. Ein Star? Was denkst du, wer kann Icon gewinnen? Shabab. Ich sag Skandi, Bruder! Ich sag Skandi, sag Bruder! Oder Asu. Ich bin dir ehrlich, Bruder. Guck mal, ich hab das aber auch schon, ich schwöre dir, von ganz am Anfang gesagt. Mhm. Ich hab gesagt, Bruder, so, natürlich Bayos, mein Bruder. Ja, so, stimmt. Wenn man rein nur vom Talent okay, und so ja, geht, definitiv. 100% Bayo. Bruder, Bayo, ne? Bin ich 100%. Bayo oder Empfindet? So, ja, nehme ich genau. Beide mit Cousin. Ja. Aber Bruder, bei Shabab, ich schwöre es dir, Bruder, der Junge ist ja auch noch jung, Bruder. Mhm. Und ich schwöre, der Junge, der hat für mich einfach das Gesamtpaket. Mhm. Wie der sich bewegt und so, Bruder, wie der... Alles, Bruder, dieses ganze Ding, Bruder. Also ich persönlich, ich fühle das übertriebenst bei dem, Bruder. Er ist cool. Ich Bruder, das, ich sag dir auch was, der ist auch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Künstler, ja. Ne, Bruder? Ich erkläre dir mal ein Beispiel. Wir machen einen Song, Bruder, der kommt, Walla, der Beat läuft gerade seit einer Minute. Der steht auf, Jella, Bruder, ich hab meinen Text. So, was laberst du? Ich so, komm mal her, Bruder. Schau auf meine Mutter, Bruder. Mikrofon ist an, bei Test, egal was, der hat immer irgendwas da, Bruder, irgendwie geht das. Krass, der Typ ja? ist so, Walla, als ob... Talent. Als ob der schon diesen Tag vorausgesehen hätte, Bruder. Krass, Talent, deswegen, Bruder, Walla, ehrlich. Der Shabab, der passt sich auch behindert krass an. Und bei dem geht auch immer alles ruckzuck, Bruder. Und ich glaube, Bruder, wir brauchen uns nichts vormachen. Du hast gerade seine Performance gesehen, wie der sich bewegt hat. Der ist dabei, Kippe, Haare nach hinten, der war selbstbewusst und so. Gesamtpaket, Bruder. Ja, definitiv. Das ist wichtig, Bruder. So, die schätzen so viele Leute, Bruder. Das ist sogar heutzutage das Wichtigste, Bruder. Natürlich, wie du dich gibst, was du machst aus dir und so. Dies, das. Ich würde auch natürlich Punkt an Shabab geben. Aber ich gebe euch auch beiden auch direkt recht, Bruder. Wenn es von Talent her geht, von dem, was da jetzt gerade noch ist, oder generell von uns, ich schwöre auf alles, und das ist Fakt, kommt niemand, Walla, niemand an Bayo ran. Ja, Bayo ist Bayo krass, ist Bruder. Zentrale Nervensystem. Ich weiß. Ich sag dir, Bruder. Cousin, gerade so als lyrisch, du hast ja gerade vorgemacht, mein Bruder. Nein. Bayo macht's in jedem Song, Cousin. Das ist es, Bruder. In allem. Das ist es. Ob Deep, ob Straße, ob Hart, ob nicht Hart, ob Rock, der bringt seine 16-silbigen Nomenreime. So, und Bruder, am Ende des Tages, Songs wie Coca Shem, Songs, die vielleicht noch kommen in der Episode, hat immer ein Bayo vorgegeben. Ja. Krass. Also er ist, Bruder, wie also hat doch so sagt, Ideen eingeworfen. Zentrales Nervensystem, Bruder. Ohne ihn wären viele Songs, so wie die gekommen sind, nicht so. Darum muss man auch Props geben. Ey, ein Chat, Bayo. Props an Bayo. Walla, Bayo, Baba, Digga, ehrlich. Künstler-Cousin. Natürlich muss ich auch sagen, Bruder, ja, nee, wenn du mich, wenn ein was, bei welchem Künstler ich auch behindert tot feier, ist Azu, Bruder. Azu ist auch sehr stark, Bruder. Für mich sehr stark. Für mich, Bruder, ja, egal, wenn du da hinstellst, ich glaube, es hatte noch nie bei Icon einer so ein Gesamtpaket. Ja, Azu ist stark, Digga. Du guckst dir den an, du denkst, Bruder, musst du einig erzählen, du bist doch schon irgendwo ein Star. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, welchen Mann, aber du bist irgendwo schon ein Star. Ja, du bist schon Ding. Ja, er ist auch sehr, sehr, sehr stark. Ich bin gespannt, Bruder, wir sind erst 14. Minute, was noch alles kommt, Cousin. La 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 la. Ba da ba 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 ba. Gib dir jetzt bitte Öl. Feier mit einer Gäum, Digga, ne? Diese diepe Vibe einfach jetzt. Baba! Amola Roy, Baba! Schabab, danke für deinen Auftritt. Wir bitten die anderen Künstler jetzt auch nochmal nach vorne. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo alle Künstler gleich gut sind. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo nicht jeder dasselbe Durchhaltevermögen hat. Der Druck wird immer höher und es werden immer weniger Künstler. Ab sofort wird jede Entscheidung sehr hart. Skandal, dein Song war geladen mit Punchlines. War hat Baba. Hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Ganz kurz. Welcher Song war für dich der beste von den vier? Für mich Skandal, Bruder. Danach? Danach gefolgt von Shabab, danach kommt Kenan und danach kommt Raza. Ich glaube, das ist für mich die ehrlichste und fairste Bewertung. So würde ich auch sagen, Bruder. Ja, gell? Also jetzt du warst ja nicht dabei, Bruder. Ja, du kannst du sehr sagen, Bruder. Und jetzt auch nicht diskreditierend gegen den Jungs, so Respekt, Bruder. Aber für mich Platz 1, Platz 2 Shabab, danach 3 Kenan, danach 4 Raza. Dankeschön. Ja. Es waren sehr unterhaltsame Lines, muss man sagen, aber auch sehr harte Lines. Ich fand, deine Parts waren auf jeden Fall viel stärker als... Entscheidung ist doch eh klar, Bruder, manchmal war, Bruder, nicht so klar, Digga, sag ich ehrlich, Dreddys. In der Hook habe ich noch ein paar Defizite gesehen, auf jeden Fall. Zu Kennern muss ich sagen, ich fand die Beat-Auswahl nicht so gut. Ich fand auch, das war einer deiner schwächeren Songs, die du hier gebracht hast. Ja, das Ding ist, ich habe einen schwächeren Song genommen, weil ich keine Stimme mehr habe. Das war, glaube ich, letzte, ich glaube, das war meine letzte Stimme, die ich rausgehauen habe.
Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ansonsten wird sowas niemals wieder kommen. Aber dennoch Respekt auf jeden Fall, dass du trotzdem hier stehst und trotzdem dein Bestes gibst. Okay. Bei Rasha, bei dir hat man auch gemerkt, du bist auf jeden Fall angeschlagen. Ich fand deine Performance viel zu ruhig. Und auch an der Struktur des Songs hätte man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle was besser machen können. Definitiv, Cousin. Shabab, deine Hook und dein und der Vibe des Songs war sehr, sehr stark. Und auch die Performance hat mir gut gefallen, obwohl du angeschlagen bist. Okay, Jungs. Die Künstler, die heute weiterkommen, sind in der Top 6. Auch heute Mobisa, danke schön für den 8. müssen wir uns hart entscheiden. Ich komme zum ersten Duell. Skandal gegen Kenan. Egal, wer, was jetzt passiert, ne? Ja. Guck bitte nur meine... Nein! Ich raste aus, warum? Warte, nein, guck nur meine Reaction. Tu mir den Gefallen und danach, egal, sag, aber guck nur meine Reaction. Der Künstler, der sich den Platz für die Top 6 hier in Malaga gesichert hat, ist Skandal. Ich dachte schon, Bruder, hat mir Angst gemacht, Digga. Bei Gott, ich wollte irgendwas umschmeißen, Cousin. Walla, das war mir wichtig, Bruder. 100% verdient. Bruder, nur Liebe auch an dich, Kenan, Bruder. Ich küsse dein Herz. Walla, Kenan, was man auch noch sagen muss, Bruder, du hast mit am meisten profitiert, Cousin. Du hast den Hype deines Lebens, mein Bruder. Nutz das aus, mach was da draus, Cousin. Ich küsse dein Herz. Auch dass du direkt Umarmung gemacht hast, Bruder. Walla, sehr korrekt, Bruder. Voll hart, Bruder. Ja, Bruder, aber das ist so. Ja, normal. Ich bin, hab mich da angemeldet, mir war das auch bewusst. Ja, definitiv. So, aber ich sag dir, Bruder, und ich schwör auf alles, dass mein Kopf, hätten die mir gesagt, du musst jemanden herausfordern, Walla, ich hätte keinen gewählt. Du hättest niemanden gewählt? Nein. Du bist einfach abgezogen. Ich hab gesagt, da wusste einig, Bruder, was für jemanden will. Krass. Das war das Geile, dass die bei mir direkt jemanden gegeben haben. Okay. So, weißt du, hätten die selber zu mir gesagt, wen? Mhm. Ich hätte gesagt, Bruder, bitte. Ich mach nicht. Hast du mich gesehen, Knast? Doch, du wolltest gar nichts machen. Walla, niemals diese, ja. Warum haben das diese? Am Anfang schon vielleicht. Skandal. Dich würde ich dann wieder bitten, in die Villa zurückzukehren. Habibi. Der arme Walla. Kommen wir auch zu der letzten Entscheidung zwischen Shabab und Rasha. Ihr seid beides Künstler, die es hier sehr weit geschafft haben und die bis an ihre Grenzen gekommen sind. Ihr habt uns sehr überzeugt bis zum heutigen Tag. Ihr habt sehr gute Leistungen abgeliefert. Dennoch müssen wir uns gegen einen entscheiden. Ihr seid beide angeschlagen und es wird immer schwieriger für euch. Das berücksichtigen wir natürlich. Dennoch haben wir uns entschieden, dass der letzte Künstler, der in die Top 6 einzieht, kein geringerer als Shabab ist. Jawohl, Junge. Ey, fair. Auch nur lieber an Rasha. Walla, Liebe. Rasha, Bruder. An der Stelle, das sind zwei Stars hier. Nur, dass ihr wisst, einmal nachkommen. Die Babas sind da. Baba Geld, einmal nachkommen. Ja, Mann. Ey, wir haben auf jeden Fall. Ihr müsst mir ein Geheimnis verraten. Hat einer geheult? Ihr müsst keinen Namen sagen, der rausgeflogen ist. Ihr müsst keinen Namen sagen. Ob jemand geheult hat? Ja. Also ich bin ehrlich, Bruder, aber ich überlege gerade. Warte, ob jemand in Icon geheult hat? Genau. Also aber keinen Namen sagen. Ja, ja, noch sowieso nicht. Ja, hat. Hat? Ja. Krass, Digga. Weißt nicht? Oder weißt du? Walla, ich weiß gerade nicht. Walla. So wie ich, soweit ich weiß, eine Person hat auf jeden Fall geweint. Jetzt nicht, ne, sondern so, so war traurig, hat geweint, so, Bruder. Ach, jetzt normal, Bruder. Ja, du weißt ja, auch. Ja. Ja? Das ist eine Person, aber ich sag dir, der hat geweint, diese Person. Mhm. Er darf das, soll ich das sagen oder nicht? Aber Bruder, das war das Beste, was ihm passieren konnte. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie der Chat es sieht. Das hat so gehört, als ob ich geweint hätte.
Bist du dein Herz? Nein, Bruder, nein. Wallah, guck mal, ich sag euch sogar ehrlich, bei Allah, wenn ich geweint hätte, ich würde dir sagen. Bruder, ja, ich sag ehrlich, ich seh's gar nicht mal so als schlimm. Wallah, ja, Bruder. Normal nicht, Bruder. Emotionen, Bruder. Bruder. Natürlich, Emotionen, man schwitzt, Bruder, man hat 4 Stunden Zeit, um einen Song zu machen. Normal, jeden Tag fliegen Leute raus, dein Leben entscheidet sich jetzt. Verstehst du? Ich hab so einen harten Schiss, Bruder, weil ich geweint hab beim Kacken. Ja, natürlich. Das ist absolut also nicht schlimm, Bruder. Bruder, ja. Wallah, ist nicht schlimm. Dass dich keiner sieht. Ich war damals immer schwimmen und hab geholfen. Danke, Bruder, was sagst du? Rasha, Kenan, für euch hat es dieses Jahr nicht gereicht. Dennoch sehe ich für die Zukunft auf jeden Fall Potenzial. Ich hoffe, ihr konntet Erfahrungen sammeln. Ihr könnt was lernen. Und wir erwarten auch nach Icon 5 von euch hoffentlich Baba-Songs. Safe. 1000%. Ja, Kenan, ich bin trotzdem mega stolz auf dich. Kommt noch von dir ein Song jetzt in der Folge? Von mir selber? Ja. Guck einfach, Bruder. Also Solo-Song nein, Bruder, kann ich dir sagen. Gruppensong? Ja. Damals bei Icon 4 hast du nicht deinen Hack bekommen. Kenan Raza, Wallah, Liebe nochmal. Liebe nochmal. Alles erreicht, was du erreichen wolltest, denke ich. 100%. Du bist an deine Grenzen gestoßen, aber ich glaube, du bist selber damit einverstanden, wenn du auch heute aussteigst, weil du auch selber, glaube ich, merkst, dass du nicht mehr 100% geben kannst. Aber du sollst wissen, dass du uns sehr überzeugt hast und ich denke auch sehr viele da draußen. Du hast allen gezeigt, dass wirklich was sehr Großes in dir steckt. Dankeschön, danke. Und dann Rasha, du bist das dritte Mal hier bei Icon und du bist bei dem dritten Mal bis unter die letzten 8 gekommen. Krass. Und diesmal ist die Konkurrenz sogar noch stärker als je zuvor. Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, Jungs, ihr beiden könnt extrem stolz auf euch sein. Auch wir, das gesamte Team, sind extrem stolz auf euch. Für mich beste Icon bis jetzt. Ihr wart ein sehr großer und ein wichtiger Bestandteil vom... Ich habe gedacht, dieser Icon 5 kann nicht Icon 4 toppen, aber hat 100% getoppt. Ja. Weil Icon 4 hatte starke Kandidaten, wie ein Bobby, Tano. Mhm. Das waren Mowgli. So für mich. Wie findest du Mowgli? Mowgli ist auch stark, Bruder. Mhm. Aber der würde hier untergehen. Meiner Meinung nach, ja. Bruder. Also wenn du den hier reinsteckst... Bruder, weil ihr habt jetzt wirklich Leute, Bruder, die allgemein einen Hype bringen, das ist nicht normal, Cousin. Ein Shabab, Bruder, das ist, jeder seiner Songs funktioniert, Cousin. Ein Bayo ist komplette Monster, ein Infinite ist ein komplettes Monster, Bruder, Monster, Monster, Monster. Ein Skandal, Bruder, seine Aura, seine Ding, das hat niemand, Cousin, verstehst du? Und der Bobby zum Beispiel, ein Barrener. Ein Bobby zum Beispiel, gell? Der war ein Star, aber danach kam lange nichts mehr. So hinter ihm, weißt du? Achso, jetzt bei Icon meinst du? Genau, bei Icon 4. Der Bobby war so ein Star und dann war so langer Abstand und dann kam irgendwann so Dorian, Tano und so diese. Aber Bobby hat schon so einen dicken Abstand gehabt. Aber bei euch, ihr seid alle irgendwo so auf einer Liga. Der eine hat da seine Stärke, der andere hat da seine Stärke, der andere hat da seine Stärke. Und das macht es einfach komplett stärker, so allgemein. Weil bei ihr habt jetzt keinen mehr, der so weit unten hängt. Ich verstehe. Ihr seid alle so eine... Mehrere Charaktere, Bruder. Genau. Und, aber alle so gleich irgendwo gut im Verhältnis. Ja, das finde ich ehrlich. Turnier und habt ihr extrem gute Songs abgeliefert. Und wir hoffen auf jeden Fall in Zukunft noch mehr von euch zu hören und dass ihr auf jeden Fall euren Weg gehen werdet. Und wir wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren Weg. Dankeschön, Dankeschön. Wo soll ich anfangen? An jeder, der zuschaut, ich liebe euch alle. Seid bitte nicht traurig, dass ich rausgeflogen bin. 100%. Es ist normal. Ich habe wirklich alles gegeben. Ihr müsst euch vorstellen. Ist mir auch jetzt gerade in den Kopf gekommen. Mohams war Icon 4 Villa, Bruderherz. Das ist hart, Cousin. Ich sag ehrlich. Schon jeden Tag gebe ich 100% meine Stimme. An der Zeit macht leider meine Stimme nicht mehr mit. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch nicht enttäuscht habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Und somit sage ich danke an alle, ich küsse eure Herzen. Ihr seid die Geilsten. Ich würde mich auch nochmal vielmals bei der Jury bedanken. Danke an Xandro, an Bezel und an Emre. Ja, auch. Ihr seid Baba Jungs. Ihr seid die Geilsten. Ihr macht sehr, sehr viel vom Turnier aus. Ihr habt uns immer motiviert. Dankeschön. Auch jetzt, wo meine Stimme weg war. Ihr habt mich immer motiviert. Ihr habt gesagt, mach, zieh durch. Gib alles, was du kannst. Kuss, Kuss, Kraft. Kuss, Kuss, Kuss. Wie ihr hört, ich werde es Jürti. Und meine Stimme ist weg. Nein, Spaß. Ach, es ist hier nicht zu Ende. Es fängt gerade erst an, Habibis. Ich liebe euch. Genau so. Seid nicht enttäuscht. Top 8. Gute Nacht. Salam alaikum. Alaikum salam. Wir sehen uns. Geil, Habibi. Geil. Wir gehen jetzt einfach nach Deutschland. Wie ihr schon vielleicht die Folge gesehen habt, ich bin raus.
Kenan und ich haben es leider nicht geschafft. Trotzdem viel, viel Liebe und vielen, vielen Dank an alle, die uns bis hierhin supportet haben. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Jeder, der zuschaut, fühlt euch alle geküsst, umarmt, alles. Viele, viele Liebe an euch. Leider hat seit gestern, vorgestern ungefähr, ein bisschen meine Stimme nachgelassen. Ich habe auch ein bisschen Schmerzen hier. Aber soll keine Ausrede sein. Man muss über seine Grenzen gehen. Und ich wollte mich einfach nur noch bei Emre, BZ und Xandro, bei der ganzen Jury, bei Colin und ganz herzlich bedanken, dass sie so an mich geglaubt haben, dass ich jetzt hier sein darf. Es war mir eine Ehre. Ich wollte mich bei jedem. Skandal, geht kurz trinken. Ey, willst du kurze Pause machen? Sieht man mich, Bruder? Nee, man sieht dich nicht, Cousin. Willst du kurze Pause machen? Mhm. Ding. Wegen Maske? Ja, wegen Maske, Bruder, kurz. Luft holen. Nein, nein, Bruder. Voilà. Lass diese zu Ende machen. Okay, okay. Manchmal ist es 8 Stunden lang bei mir zu Hause ohne Essen, Trinken, Bayern. Bruder, das ist immer so Ding. Ich hab so Kuchen hier hingelegt und so, Dreddies. Ich sag ihm, Bruder, ess was. Er sagt, Bruder, wie stellst du dir das vor? Ich mach Maske so hoch und ich sag, ja, Walla, genau so. Walla, sehr gastfeindlich. Guck mal, ich schwab alles, Chat. Es ist peinlich, du Sänger. Ja, natürlich kannst du. Guck mal, wir sind reingekommen und der Bruder hat ein bisschen auf uns gewartet. Wir haben einen kurzen Zwischenstopp bei Food Corner gemacht. Die haben uns ausgestattet mit Klamotten, deswegen auch da nochmal nur Liebe an die. Babys. Wir sind hingekommen und die haben uns dann auch direkt auch mit Essen und so. So, wir hatten Essen, alles da. Wir kommen hier hin, der macht Tür auf. Der sagt, Jungs, ich habe extra den ganzen Tag nichts gegessen. Sagen, wer Essen gemacht hat? Ja, natürlich. Also meine Frau hat Essen für euch vorbereitet. Couscous, krass, das ist diese Küche. Ich gucke nach links, Wohnzimmertisch. Full. Von links bis rechts. So wie, ihr müsst euch vorstellen, für die Leute, die fasten wie an Ramadan, dieser erste Tag. Kennt ihr das, wenn der ganze Tisch voll ist, wenn Familie da ist? Ich guck Bade an, Bade guckt mich an. Ich so, Bruder. Die haben gerade gegessen gehabt, ja. Bevor wir losgefahren sind. Für den ist einfach eine Welt kaputt gegangen. Ich saß einfach an diesem Tisch alleine, Chat. Aber Bruder, ich sag dir was. Guck mal, ich bin ein Mensch, Bruder. Ich esse auch Sachen, die ein bisschen länger da stehen. Ja. Nach diesem Stream. Wir gehen hoch, wir hauen weg. Tamam, Safi, Cousin. Einzelnen bedanken. Ich hoffe, ihr versteht das, dass meine Stimme nicht mehr da ist. Deswegen habe ich einen ruhigen Song genommen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Irgendwo ist es traurig, aber andererseits auch nicht. Da ich jetzt zum dritten Mal hier bin bei Icon 5. Ich war schon bei Icon 2, Icon 4 hier. Und soweit bin ich noch nie gekommen. Jeder würde sagen, traurig, aber ich bin nicht traurig. Ich bin mit Recht rausgeflogen. Meine Stimme hat leider nachgelassen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber da muss ich leider einen ruhigen Song nehmen, wo ich halt nicht so hoch singe und nicht mal 100% geben kann. Ich kann nur an euch appellieren und empfehlen, hier bei Icon euer Talent zu beweisen. Das ist auf jeden Fall ein großes Sprungbrett, wenn ihr davon träumt, viel Musik zu machen. Die Jungs sind perfekt für euch da. Die geben euch Feedback, die bauen euch auf und die werden zum eigenen Charakter. Sehr stark gebaut. Sehr gut. Willkommen bei Tag 9. Bruder, ist einfach vorbei jetzt, ja. Bruder, wie wenige Leute da sind. Boah, fliegt noch einer raus heute? Oder zwei? Das war ja an sich so, wie meinst du? Also, Bruder, das scheiden noch Leute aus? Heute wird Top 5 preisgegeben. Heute Top 5, das heißt, Bruder, einer fliegt noch. Einer wird noch, Salamu alaikum. Nein, Bruder. Bruder, weißt du noch, was für ein Gefühl das war, als ihr das schaut? Nein, Bruder. Für mich war richtiger Achuscharmota. Ich hab grad Battle gehabt mit Shabab. Ich stehe auf einmal wieder da unten. Voila. Ich hatte gar keine Kraft mehr. Bruder, ich küsse dein Herz. Du hast diese Battle einmal gemacht. Ich hab das zweimal gemacht. Aber Cousin, ich sag dir ehrlich, gebracht, bei dir war auch, glaube ich, am härtesten, weil der hat am ersten Tag gebettelt. Die haben von diesen ganzen Namen meinen Namen gezogen. Ich weiß, Cousin, ich will auch eigentlich weiter gucken, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wer von euch jetzt rausfliegt, Bruder. Das ist für mich hart, Bruder. Ich, wallah, ich weiß es nicht, Cousin. Hier liegt das einfach dran, wer patzt, nicht... Bruder. Ja. Boah, Digga. Wer patzt? Ja, eigentlich nur das, sag, ja. Wer patzt? Bruder, bitte spoilert auch nicht, Reddys, gell? Bitte, wallah, ich will diese Überraschung haben für mich, Cousin. 6 Künstler, seid die 6 Finalisten von Icon 5. Hiermit heiße ich euch herzlich willkommen im Halbfinale. Bei mir schwächt. Ihr habt jetzt noch eine letzte. 5 Mille. Von wo hab ich diese 1177? Du hast doch gerade Kenan besiegt. Kenan hatte doch kein Geld. Aber. Das, was Rasha davor hatte. Ja, genau. Das wird aufgeteilt zwischen mir und Shabab. Letzte Ihr habt Folge, jetzt noch ja. Eine letzte Hürde vor euch und einen letzten Schritt, bevor ihr die Top 5 von Icon erreicht. Das heißt, es wird noch ein einziger Künstler von euch die Show verlassen müssen,
bis wir es bis zum Ende geschafft haben. Für die letzte Challenge werdet ihr sechs noch ein letztes Mal zusammenarbeiten müssen, und zwar in der Icon 5 Cypher. Ihr sechs Künstler werdet gleich alle zusammen miteinander arbeiten, um einen Beat zu finden, okay, auf dem jeder sich ein letztes Mal präsentieren kann. Und der Schlechteste fliegt dann raus. Und wer entscheidet es? Die Jury oder ihr selber? Guck einfach. Okay, Digga, ja. Ihr werdet dann heute... Genau das meine ich, Bruder. Genau in so welchen Momenten hatten wir Glück, dass ein Bayo da war, Bruder. Genau in diesen so Momenten, Bruder. Gott, ohne Bayo da, Bruder, wir wüssten nicht, was abgeht, Bruder. Bruder, ich würde auch gerne ganz kurz was sagen, Bruder. Ja. Das liegt mir auch auf dem Herzen. Ja. Bruder, an diesem Typen. An Colin? Ja, gerne. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich schwöre auf alles, ist mir egal, was generell jemand von mir denkt oder was die denken. Ich schwöre auf alles, der ist ein Ehrenmann. 100%, Bruder. Also, Bruder, ich 100%. Sag dir, Wallah, er hat sich wirklich krass um uns gekümmert, Bruder. Krass. Zwar kam der manchmal mit so ganz eigenartigen Ideen, Bruder, fick den, steck mir, Bruder, wen soll ich hier noch ficken, wer soll mich ficken? So, weißt du, aber am Ende des Tages hat er alles krass gemacht. Natürlich, guck mal. Ich schwöre auf alles, Hut ab für das, was er aufgebaut 100%. Hat. Ich schwöre auf alles. Ja. Colin Allah, Mülltüge, Malle! Krass. Er tut vielen Menschen einen Gefallen, Bruder. Mhm. Und sich selber auch, Bruder. Der hat mir vorhin was erzählt, Bruder. Ich schwöre auf meine Mutter, mein Herz ist kaputt. Ja, Wallah. Wallah. Krass. Cousin, viele Leute haben den beleidigt gestern. Weil die Folge nicht. Genau, habe ich so, gesehen auf TikTok. Wallah, Bruder, das kannst du nicht bringen, Cousin. Nein, das ist unfair, Mama. Bruder. Wallah, Bruder, Herz, so weißt du. Der ist die Menschen sind undankbar, Bruder. Das ist Wallah. Einfach so. Und der ist ein Mensch generell, Bruder. Ja, nee. Guck mal, der ist schon so mäßig in der so Außenseiterrolle. Mhm. So, der will schon gar nicht diese Publik haben, so weißt du. Aber Wallah, er ist korrekt, Bruder. Mhm. Und Wallah, ich sehe das nicht ein, Bruder, falsch Bruder. Zu dem zu sein, weil er uns gegenüber menschlich... 100%. Ja, das ist die Sache, Bruder. Weil gerade Künstler, so, es ist sehr, sehr beachtenswert, was du hier gerade machst. Weil zum Beispiel, ich habe auch die Erfahrung mit einem Künstler gemacht, Bruder. Du hast alles für ihn getan, Bruder, und er kommt und sticht dir das Messer in den Rücken. Mhm. Und darum, Bruder, da ich das auch durchgemacht habe, Wallah, muss ich dir Respekt geben und auch Barré Respekt geben, dass ihr hier die Zeit nutzt, um Colin den Respekt zu geben, Digga. 100%, Bruder. Ich küsse eure Herzen. Er ist ein sehr guter Mensch. Sehr, 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 sehr krass. Und Bruder, weißt du, was das Krasse bei ihm auch ist? Er macht das, Bruder, ich sag dir wirklich, wie es ist, er macht das nicht viel für sich selber, Bruder. Er macht das mehr für uns. Mehr für die Künstler und mehr für aus Liebe, Bruder. Der feiert, Icon ist sein Leben, Bruder. Der feiert das so krass. Er macht das nicht, weil er sich denkt, boah, ich mach die dickste Timnet jetzt in meine Tasche oder so, Bruder. Ja, er macht das wirklich, weil er das liebt, Bruder. Er liebt das Format, Bruder, und das merkt man, Bruder. Ich muss sagen, da waren zum Beispiel Momente, Bruder, der hat Catering-Firma bestellt, Bruder. Ich schwöre, meine Mutter hätte ich, Bruder, man sagt Hascha Nami, also niemals schlecht über Essen reden, Bruder. Aber Bruder, du hast gar keine Alternative, weil das war kein Essen, Bruder. Wallah. Cousin, Eier, fertige Eier. Zum Beispiel, du haust eine Ei in Pfanne, du holst das raus, tust das in Alufolie und schreibst da drauf Haltbarkeit bis 2025. Ein Ei. Dieser Hund ist nicht. Hund, wenn du diese Ei dahin gibst, dann sag, geh, verpiss dich. So, weißt du, was hat der gemacht, Bruder? Der hat sich um uns gekümmert, der hat uns Pizza organisiert, damit wir Pizza bekommen und so. Einmal hat der richtig verkackt. Der bestellt einfach Pizza mit Salami. Der dachte, wir wären in Türkei, der Bruder. Wallah. Da musste der direkt wieder neu bestellen. Aber Wallah, er hat immer geguckt, dass es uns gut geht. Wallah, und ich schwöre auf Herz meinem, für Colin in den Chat. Wenn einer rausgeflogen ist, der ist zu denen gegangen. Hat er mit dem der gesagt, komm her. Zum Beispiel, als Kenner rausgeflogen ist, der sagt, Bruder, deine Stimme, dies, das, der ist auch mit deinen Songs, so weißt du, jetzt was anderes machen müssen. Und der war immer sehr korrekt. Und deswegen will ich persönlich einmal nur hier, weil ich gesehen habe, wir sind 12.000 Leute, einmal nur ein Danke meinerseits aussprechen, Bruder, dass ich mitmachen durfte und viel, viel Reichweite durch ihn profitiert habe. 100%, das muss man sagen. Habibi, Colin, an das ganze Team, Bruder. Ja, Wallah, das war so, das Bruder. Ganze geht Team, ja Bruder. Alles eigentlich. Letzte Folge, jetzt ist vorbei, Bruder. Ja, Herz, weißt du, das ist schon krass. Hätte der mich rausgeschmissen, ich hätte den Der Abend, eure Cypher vor der Jury performt. Und der Schwächste von euch wird die Challenge verlassen. Albo, danke schön, Albo. Die Top 3 Finalisten werden dann von dem Publikum ausgelost, um festzustellen, Rashid, mein Bruder, wer was geht ab? Der ultimative Gewinner von Icon ist. Nehmt euch jetzt nochmal die Zeit, tut jetzt nochmal alle eure Köpfe zusammen, um eure letzten Reserven aus dem letzten Loch zu holen, um diese letzte Hürde zu überstehen. Ich wünsche euch hiermit allen viel Glück und viel Erfolg für diese letzte Challenge. Skandalist! Du hast Baba Army aufgebaut! Ich war auf mein... Voll Skandal und Barré auf Instagram, Adrelis. Wichtig!
Mods, Link einmal rein von beiden, bitte. Ich würde ein letztes Mal die Top 6 bitte nach unten rufen. Ich hab mein Wunder. Die 6 Jack Zombies. So Jungs, herzlich willkommen zu eurer... Hallo Bruder, ich will keinen Fitner machen, ja. Darum frage ich euch nicht. Aber wen hätte ich da rausgeschmissen, Digga, Alter? Es ist so schwer, Bruder. Am besten du bewertest das nach dem Song. Einfach mit dem Song bewerten. Finde ich es immer so, weil dann kann man sagen, Bruder, ja, nee, das ist so seine, ja, weißt du? Safe, aber so als ganzer Künstler überlege ich gerade. Ach so, okay, das ist was anderes. Das kannst du ja auch sagen. Ist ja, ja deine Meinung, Bruder. Ist ja, ja kein Fitner, Bruder. Ja, Mann, das ist die Erde. Weil irgendjemand wird ja auch sagen, Bruder, der und der, ah, so, weißt du? Es ist echt schwer, Bruder, ja. Walla, es ist echt schwer, Cousin. Das ist auch für die Jury schwer, ne? Walla, es ist jetzt maximum schwer, Bruder. Boah, Leute schreiben Asu. Nein, ich, der wird nicht Asu. Was sagt ihr jetzt? Letzten offiziellen Challenge vor der Jury von Icon 5. Ihr alle könnt sehr stolz auf euch sein, denn ihr seid durch Höhen und Tiefen gegangen, um an diesem Punkt heute stehen zu können. Danke, dass du das angepinkt hast. Auch wir als Team von Icon und als Jury von Icon sind sehr stolz auf jeden einzelnen von euch und bedanken uns bei euch allen, dass ihr hier teilgenommen habt. Ihr selbst hattet die Aufgabe, heute eine Cypher vorzubereiten. Einer von euch wird uns heute verlassen und die restlichen fünf bilden die Top 5 von Icon 5. Das heißt, der Platz 1, Platz 2 und auch Platz 3 von Icon 5 wird durch Community Votes ausgewählt. Werden. Boah, Digga. Jetzt check ich. Okay, kannst du jetzt noch nicht sagen, weil ich hätte gesagt, oder was denkst du, wer Top 5 ist, weil dann würdest du ja so. Oder was denkst du? Und sagen wir mal Top 6 jetzt, sagen wir mal, alle würden einen Solo-Song machen. Was denkst du, wer durch Community Votes erster, zweiter, dritter wird? Durch Community Votes? Mhm. Boah, das ist schwer. Ich glaube, da zieht vielleicht... Also wer hat die kleinste Community, muss man dann gucken. Also abgesehen vom Rap-technischen Ding. Mhm. Boah, ich da kommt es ja nur auf Community an, Bruder. Ja, ich würde so dann denken... Feiert. Soll ich mal sagen? Ja, vielleicht Bayo... Oder Biggie, was denn? Raus. Okay, ich weiß, also du redest gerade von rausfliegen. Ich rede von erste, zweite, dritte Platz. Wenn, sagen wir mal, das ist die Top 6. Mhm. Jeder macht ein Solo. Mhm. Wer wäre erster, zweiter, dritter anhand der Community? Anhand der Community? Also darf ich zuerst sagen? Ja, bitte. Bruder, du hast schon echt eine geisteskranke Community. Safe, also so, ich würde sagen, erster Platz wird sich auf jeden Fall Shabab oder Skandal teilen. Mhm. Oder Asu vielleicht auch, Shabab, Skandal, so würde ich sagen, erster Platz, mhm. Bruder, kann ich jetzt nicht sagen, eins oder zwei. Mhm. Und danach würde ich sagen, Asu. Mhm. Und danach, Bruder, diese dritte weiß ich nicht, Bruder. Biggie, ich oder Bayo, Bruder. Also ich gehe ganz klar Skandal, erster Platz gesehen, von der Community her. Weil diese ganzen Skandalisten, die machen schon harte Alarm, Bruder. Die würden sich zu Hause hinsetzen mit PC. Wallah, mit 100 Accounts, Bruder. Wallah, jeder saß schon hier. Enno, Ding, da... Bei niemanden haben die mich so abgefuckt wie bei dir. Bruder, ich sag ehrlich, die haben auch mein Ende gemacht. Egal, die haben mich gefickt. Wann kommt Skandal? Wann kommt Skandal? Wann kommt Skandal? Wann kommt Skandal? Ich denke mir, Amnesiki. Für euch jederzeit, Wallah, nächste Mal, wenn du wieder Bock hast, sag mir Bescheid, ich bin am Start, Bruder. Ey, wenn du jetzt das hier überlebst und dann kommt dein Solo, dann musst du auf jeden Fall kommen. Und du natürlich auch, Cousin. Weil es gibt schon einen Künstler, der hat mir geschrieben, Bruder, ich bin im Finale, ich würde gern vorbeikommen, Cousin. Und wenn ich ihn rufe und es geht um Community Votes, Bruder, ja, normal, muss ich euch auch einladen. 100%. So, weißt du? Ich küsse eure Herzen. Also ich denke, erstes Skandal, dann bin ich mir schon unsicher, Bruder, weil ich habe deren Instagrams nicht im Kopf. Aber ich denke entweder Asu oder Shabab. Mhm. Und bei Platz 3 ist halt ganz schwer, Bruder. Ja. Weil ich weiß nicht, ja, aber das bei wird dir, das ja du machen, gut, Bruder. Du hast 25.000. 25.000, 26.000. Das ist sehr stark, Bruder. Aber das wird das ja machen, Bruder. Ja, nee, wenn du sagst, erster Platz ich, zweiter ist Shabab oder Asu, einer von denen wird ja zweiter oder dritter. Und der dritte, genau. Okay, weißt du, sagen wir mal, Shabab zweiter ist oder Asu, dann ist er automatisch dann Asu musst du oder Gas Shabab. Geben, Bari. Ja, normal, Bruder. Wir müssen auf jeden Fall hier Stream machen, Cousin. Wir müssen die Community, wir müssen sagen. Schlaf oder drei Wochen. 48 Stunden Stream. Boah, dann wir klacken es 100%. Ja. Warten, Bruder, ich sag dir. Ich krieg mich in Top 3 rein, 100%. Kann sein, einer macht noch auf schnelle Internetcafé für dich.
Und ganz viel Spaß bei eurem letzten Auftritt vor der Jury. Boah, okay, ich bin gespannt. Ich unnormal. Ja? Kommt der direkt? Oh, ich kenne den Beat. Guck mal hier, Bruder, was ist denn Ehrenmann? Hast du gesehen? Nee, was war auf seiner Kette drauf? Infinite. Infinite, krass, stimmt, Bruder. Ja. Infinite hat mir erzählt. Der Fahrer hat direkt mitgenommen. Walla Wawa, ja. Ey, Kafkas, du bist mein Bruder, Digga. Ewa! System Master Alex. Was ein Beat, Digga! Bayo! Bunker die Päcke zum Reno weg und sorgt dafür, dass die Kripo davon nichts erfahren kann. Hunderte Pussys, die reden zu viel und bezahlen dann selber Schuld, Pussy. Frank Kali Paket wirst du Sheriff Sis, sondern der mit dem Milan, der in der Tour. Tote Leitung, ey, schick keine SMS, keine Els bei uns, der wir gewinnen. Warum hab ich Plakas davon? Düsseldorf bis am Malaga. Wenn du Faxen machst, dann wird dabei ja. Zell den Kafana. Away, bleib immer noch in meinem Mina. Kommt jetzt in mein Sativa. Away, mach dir kein Kopf, Habiba. Vielleicht sehen wir uns wieder. Psst, Scott El Qahba. Smoke dash straight from Tanja. Ich hab Rex in mein Janta. Fahar Ragas from the Zata. Sitz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RSIS, sie liebt Chassa TS. Zero Tachshish im Waraka OCB. Khoya, ja, ich geb Benzin auf alle Enemies. Oh mein Gott! Mein Bruder guckt wie ich is. Aber keine Wahl, bleibe original, meine Seele bleibt Atrazit. Und für meine gesorgt, sei dir sicher, welche Nummer ich heb. In den 16. Stock, Bunker, Barrett, Schöne Welt, Generation, kriminell und abgefahren. Verdener Job, ich bleib wach die ganze Nacht. Generation, 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 Generation. Okay, bevor jetzt dein Part kommt, weil bei deinem Part, ich muss Luft holen, Cousin. Du bist bis jetzt der beste Cousin. Findest du? Ja, und danach kommt Bayo. Und für mich jetzt gerade ist Biggie an der letzten Stelle. Und Shabab? Shabab. Shabab ist auch sehr, 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 sehr gut. Scott El Kahba. Ja, ja, der war krass. Das ist richtig Zero Tachish und so, Bruder. Oder richtig, dieser holländische Bruder. Safe, safe. Krass. Okay, wir gehen rein. Ich will den danach nochmal hören, Bruder. Ich muss hier durchdrehen. Musst du planlos verhandeln, bin ständig gefangen im dunklen Wagen. Blutige Nasen, Typhoon auf Straße, Vater der Szene, Skandal ist mein Name. Karte mit mir, zieht die Heckler und kocht für eine laufende Blutbahn. Artillerie für mein Team, sag mir, wer will uns ficken, wir kommen vermummt dran. Hinter mir Bodies ab, ein Büdel in der Goya. Seh keine Sonne, mein Geld, du kriegst Paranoia. Die Gegend ist mein Bruder, wir spielen mit Feuer. Okay, hat aufgeholt. Generation. Ich lief durch den Wald bis ans Meer, wenn ich komme, dann kentert dein Boot. Verte la schon, denk nur dran, wie ich mehr von bekomme. Doch mit jedem Schein bot mein Herz zu Beton. Generation, kriminell und abgefahren. Macher Junge! Generation! Eieieiei. 98%, nee, 96%, die sind am Ding. Bruder, also mit einer der besten Songs bei Icon. Bruder, ich finde den Song so maximal. Ey, ich bin gefickt, Cousin. Walla, wen wählt man da raus, Bruder? Das geht gar nicht. Chat, wen wählt man da raus? Wen wird der Community wählen? Boah, mein Gott. Azu. Die sagen Azu. Ja, die sagen alle Azu. Krass. Ja, Biggie hat auch nochmal richtig mein aufgeholt. Von, Bruder, ich schwöre dir sogar auf alles. Ne? Jetzt ohne diese, weil ich hier sitze und so. Bruder, ich wüsste wirklich nicht, wen ich rauswähle. Wallah, ich wüsste nicht. Ich wüsste ehrlich nicht, Bruder. Ich wüsste wirklich nicht. Ey, habt mich gefickt. Boah, krass, Bruder, der Chat. Also, Shabab, Bruder, Shabab war Maximum, Bruder. Shabab war maximal. Ich will den nochmal hören. Darf ich, Jungs? Normal, Bruder. Ich will den nochmal hören, Digga. Der Song war echt krass. Sollen wir nicht den ganzen Auftritt nochmal hören? Doch, das meine ich. Ja, okay. Von Icon und als Jury von Icon sind sehr stolz auf jeden einzelnen von euch und bedanken uns bei euch allen, dass ihr hier teilgenommen habt.
vorbereiten. Restlichen 5. Viel Erfolg. Aywa Alex. Bayo, Bunker die Päcke zum Reno weg und sorgt dafür, dass die Kripo davon nichts erfahren kann. Hunderte Pussys, die reden zu viel und bezahlen dann. Selber schuld, Puss. Für ein Kali-Paket wirst du Sheriff-Sys. Sondern der mit dem Millern, wir in der Tour. Tote Leitung, ey, schick keine SMS. Keine Els bei uns, der wir gewinnen. In meinem Kofferraum hab ich Plakas da, von Düsseldorf bis nach Malaga. Wenn du Faxen machst, dann mit dabei, ja. Zell den Kafana. Away. Bleib immer noch in meinem Mina. Kommt erst in mein Sativa. Away. Gottel Kaaba, smoke dash straight from Tanja. Ich hab Bricks in mein Janta, fahr Haragas from the Zanta. Sitz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RSIS, sie liebt Chassa TS. Geil! Zero Tachschisch im Maraka OCB. Hoja, ja, ich geb Benzin auf alle Enemies. Walla, Papa! Mein Bruder guck wie ich is. Habe keine Wahl, bleibe original, meine Seele bleibt Akrazin. Und für mein Weg gesorgt, sei dir sicher, welche Nummer ich heb. In den 16. Stock, Bunker war gerade ein Zettel ab. Kriminell und abgefahren. Verhandeln, bin ständig gefangen im dunklen Wagen. Blutige Nasen, Typhoon auf Straße. Vater der Szene, Skandal ist mein Name. Kavallerie hinter mir, zieh die Heckler und kocht für eine laufende Blutbahn. Artillerie für mein Team, sag mir, wer will uns ficken, wir kommen vermummt dran. Hinter mir, Buddies, hab ein Büdel in der Goya. Baby! Du kriegst Paranoia. Die Gegend heißt mein Bruder, wir spielen mit Feuer. Generation. Ich lief durch den Wald bis ans Meer, wenn ich komme, dann kentert dein Boot. Fertig la schon, denk nur dran, wie ich mehr von bekomme. Doch mit jedem Schein bot mein Herz zu Beton. Generation, kriminell und abgefahren. Warum hat Aso nur vier Bars gerappt, Digga? War das ein Vierer? Ja, ein Vierer, Bruder, guck. Das war nur ein Vierer leider, ja? Durch den Wald bis ans Meer, wenn ich. Bin ne andere Generation. Ich lief durch den Wald bis ans Meer. Wenn ich komme, dann kentert dein Boot. Fertig la schon. Denk nur dran, wie ich mehr von bekomme. Doch mit jedem Schein bot mein Herz zu Beton. Er hat die gefüllt. Ja, ja, genau. Vier Lines. Ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube, man hat nicht jeder dasselbe. Nein, ich ja, weiß gar Shabab nicht. Shabab hatte ganze 16er gefühlt. Ich glaube auch, Bayo hatte, glaube ich, auch zwei weniger, ne? Ja, ja, Bayo hatte am Anfang auch zwei weniger, Bruder. Krass. Ganz am Anfang. Aber bei ihm ist das nicht so aufgefallen, ne? Ja, weil ja, er bei hat Bayo gefühlt. Ja, ja, genau, und mit Lines. Und weil er auch Einstieg hatte, ne? Und weil er auch, ich genau. Der Einstieg macht auch viel aus, Bruder. Safe, definitiv. Und Aso kam als letztes und hat Awea, und zwar eine Line, Bruder. Ja, ja. Hat er verbrannt, ja? Hat vier Lines gerappt. Aber er hat noch die Hook, ne? Also ein ja, Teil ja, von der ein Hook. Ein Teil von der zweiten ja, Hook, ja? Ja. Generation, das ist, was auch voll lustig war bei dieser Generation und Ferdelajon, musste ich immer ganz. Die Jungs haben gesagt, Bruder, du stell dich mal da ganz hinten hin. Warum? Ich musste von hinten immer schreien. Warum? Oder wenn ich da vorne an diesem Mike, ich habe irgendwie so eine Achtbuchschalmutter gewinnt, die kommt direkt durch. Generation! Oder bis heute, ich weiß nicht, was dieser Fer de la Joe ist. Ich hoffe, meine Mutter schafft das von hinten einfach. Fer de la Joe, Bruder! Fer de la Joe, rein in der Wurst! Hart, ja? Ewa 6-2, Bruder! Ja, Bruder. Also, muss ich einen Namen sagen? Bruder, was heißt nicht. Muss ich, Bruder? Ja, nee. Ich weiß nicht, ob deine Community sich das wünscht, Bruder. Mich brauchst du nicht fragen, Bruder. Also, Bruder. Würdest du sagen? Ja, weil alle anderen waren zu stark, Bruder. Alle anderen waren zu stark. Am Anfang hatte ich gedacht, Biggie, wo ich den ersten Part gehört habe. Beim zweiten Part hat er mich aber überzeugt. Für mich, da muss ich auch ehrlich sein, bist du nicht der Stärkste auf gewesen auf dem Song. Sondern du und Shabab waren für mich der Highlight vom Song, Bruder. Ich fand Shabab auch, ja, ich fand persönlich Shabab und Bare, also das so dieses, das catcht dich richtig. Richtig, Bruder, das hat einfach gehighlightet, zwar Baba, Bruder.
Danke, Bruder. Aber so, wenn ich einen wählen müsste, dann müsste ich sagen, ah, so leider, Bruder, obwohl ich ein ganz großer Fan von ihm bin, ja, Bruder. Ja. Hart, also, ja. Also, Bruder, das ist deine Dings, nicht, dass du... Ja, nein, nein, um Gottes Willen, ihr sagt Bruder. Nichts, Bruder. Nein, nein, nein. Ihr seid auf dem Song. So, genauso wie du, ich bin Asu-Fan, Bruder. Das ich auch, ja, Bruder. Ich bin, Bruder, von den Jungs sowieso, jeder, Bruder, die stehen ja nicht umsonst da, Bruder, wo die sind, weißt du, ich meine, ja, von 1000 Bewerbern, Bruder. Safe, safe, safe. Für mich Asu einer der Besten. Aber so wenig, zwar einfach wenig, Bruder, ja? Das Ding ist, du hast ja aber auch selber gesagt, dass er dementsprechend dann weniger vom Part hatte oder so, weißt richtig, du? Richtig, so. Richtig. Ich bin. Aber man Bruder, kann das halt ihn der, nicht rausfinden. Das also, halt wenn ich die Jury wäre, ich würde ihn niemals rausfinden. Ich würde jetzt irgendeine Notlüge erfinden und dann einfach. Du hast gepatzt. Okay, du hast gepatzt. Nein, nein, nicht mal so. Ich würde sagen, ey Jungs, wisst ihr was? Komm, Finale Top 6. Basarhandel, du bist der diese, Baba. Ja, Wallah, diese hätte ich auch Top gemacht. 6, Top 6, ja. Wallah, aber diese hätte ich auch gemacht. Weil ich hätte verdient. Ja, mach Top 6. Weißt du? Alle waren gut so, weißt du? Zum Beispiel jetzt, ich verrate eine Sache. Ja. Wir sind ja Rappler Rue jetzt. Es waren eigentlich Top 16 angesagt. Mhm. Aber ich habe einen Kandidaten gesagt, ey Bruder, du hast dir so viel Mühe gegeben. Mhm. Weißt du was, ich mach Top 17. Krass. Keiner leidet darunter, ich zieh dich einfach mit. Finde ich auch korrekt. Weißt du so, Wallah Bruder? Korrekt. Weil du siehst einfach, wie die Leute sich dingen. Vielleicht hat es gerade in der Leistung nicht gereicht so. Aber du kriegst einfach den Joker. Soll ich mal eine Sache sagen? Genau, der, Bruder, den du geholt hast, erste Song, der patzt irgendwas. Nein, soll ich mal sagen, hör auf meine Worte, genau die Person, die du mitgezogen hast, ich weiß das ja nicht, wer das ist, glaub mir, die wird aufblühen. Ja. Hoffentlich, ja. Hör auf meine Worte, Bruder. Digga, ehrlich. Ich bin gespannt, mal gucken jetzt, was abgeht, Digga. 12.100 Follow, folgt gerne einmal, Zuschauer, Adrenis, folgt gerne einmal durch. Die zwei Instagram von den beiden Jungs sind markiert. Außerdem ist Skandal auf Twitch, den könnt ihr auch gerne abchecken, der streamt jeden Tag alles, Reactions, er macht alles komplett von oben nach unten. Das sind auch immer sehr interessante Gäste. Folgt den gerne bitte einmal durch. Mods, noch einmal ein Shoutout jetzt, das wäre sehr, sehr süß. Damit wirklich jeder hier drinnen folgt. Ich küsse eure Herzen, Adrenalin Support, Sky Mod. Und abgesehen davon auch von den Leuten, die von uns beiden kommen, lasst auf jeden Fall auch Liebe da. Folgt diesem Kanal, der ist ja auch immer im Stream, auch auf Insta. Der hat eine WhatsApp-Gruppe. Kommt rein, Adrenalin, ich verkaufe euch Trading-Tipps. Spaß, Spaß. Danke Jungs für diesen Auftritt. Ich bin ein bisschen traurig, weil das der letzte ist, den wir von euch bekommen haben. Einer fliegt! Ich bin mega stolz auf euch. Ihr habt das mega geil strukturiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt das genau richtig gemacht. Man kann Icon besser nicht repräsentieren. Dankeschön für diesen geilen Auftritt. Ja. Wallah, weißt du, was das für mich für ein Gefühl da war? Ich dachte mir, endlich am Manar rein. Wallah, endlich, Bruder. Mir war auch reich, alles egal. Bruder. Wallah, endlich reicht, Bruder. Ja, ist mir egal, was jetzt passiert. Reicht, Bruder. Seid ihr danach nach Hause geflogen? Nein, einige Künstler sind noch geblieben. Okay, haben noch Songs gemacht in anderen Ländern. Ah, okay, oder für Zukunft. Ja, einen okay, so. Okay, Baba. Deswegen war das ja auch voll lustig, Bruder, dass die Leute zum Beispiel, der BZ hatte auf TikTok so Sachen hochgeladen, wo beispielsweise, keine Ahnung, Baré, Vito oder sonst irgendwas in irgendeiner Villa waren mit Kali und so. Dann schreibt man, krass, der liegt einfach Icon 5, wer gewonnen hat. Und ach so, okay, okay, ich check. Das hatte gar nichts damit zu tun. Okay, okay. Da waren manche Künstler, die sind länger geblieben, beispielsweise Kali, Infinite und so. Dann sind wir noch in einer anderen Villa hingefahren. Habt ihr gechillt, Musik gemacht. Bruder, aber jetzt war so der Stress weg. Nicht Bruder, aufschlafen. Komplett, gar nichts mehr, Bruder. Ja, genau. Ich hatte gar nichts mehr, Bruder. Strand, Bruder, chillen, Bruder. So, dieses Baba-Ding. Wallah, ich hab nicht einmal Strand gesehen. Nicht einmal? Ich bin einmal vorbeigefahren. Einen Monat, Bruder. Okay, ich war einen Monat komplett. Blamage, nicht einmal. Ich war ja Malaga, Barcelona, überall. Ich hab nicht einmal Strand gesehen. Krass, ja. Krass, 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 krass. Ich fang mal an mit Major. Major, ich habe auf jeden Fall gemerkt, du hast dir das zu Herzen genommen, was ich letztes Mal angesprochen hatte. Jetzt weiß ich, wer der ganze Part auf Türkisch. Fand ich auf jeden Fall gut. Ich war direkt drin, du hast mich direkt abgeholt mit deinem Einstieg. Ich war nur noch am Nicken, ich war voll im Film. Sehr geil auf jeden Fall. Baba, Bayo, Digga! Baba, Baba, Cousin! Baba, Cousin! Shabab, ich fand heute deine Performance. Für mich war das einer der stärksten Performances, die ich von dir gehört habe. Ja, für mich auch. Vor allem die tiefe Stimme, wie du die eingesetzt hast, du hast auf jeden Fall daran gearbeitet. Das kam so krass auf diesen Beat, das ist echt sehr stark gewesen. Leiby, nochmal Dankeschön, mein Bruder. Respekt. Ich finde auch der Stimmkontrast in der Hook zwischen Biggie und Babo. War auf jeden Fall sehr geil, hat sehr geil harmoniert. Ihr habt Aber Bruder, hast du Namen geändert?
Ja, wallah. Du hast Namen geändert, ja? Am Anfang Baro, Bruder, genau ja. Wo Icon angefangen hat, mhm. Hat ein Junge mir geschrieben, ey, ich habe auf den Namen Patent angemeldet, und dann hat er mich gestürft. Nein. Da musste ich von Baro auf Baré. Aber Baré ist eh cooler, Bruder. Ich sag ehrlich, ich finde Baré finde ich jetzt auch cooler, weil Baro... Aber nein, soll ich mal sagen, Bruder, weil das jetzt in deinem Kopf, Bruder. Ja. Am Anfang dieser Baré, ich dachte mir, das ist, wallah, was für Baré. Mhm. So, ja. Ich heiße Baro, Bruder, scheiße, nenn mich Baro, normal, ja. Bruder, so, weißt du, was ich meine? Ja. So, Bruder, aber... Aber Baré, wallah, ist auch sexy, Baré, Digga, Bruder, sagst du ehrlich. Baré, du sagst. Also ich kann nur einen großen Lob an den hier aussprechen. Ich finde auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Auch jetzt Azu. Also du hast heute wieder mal geblendet. Also du hast jetzt ja nicht eine schlechte Leistung hier. Okay, okay. Aber Bruder, das muss man ja auch sagen, Bruder. Natürlich! Der hat nicht einmal eine schlechte Leistung. Bruder, vielleicht aber kann immer. Man sagen, der eine sagt, der Song hat mir mehr gefallen. Cousin, Azu ist ein Monster, ja, Bruder. Damit man das auch nochmal deutlich ausspricht, ja. Und ein Ausrufezeichen dahinter macht. Azu ist ein Monster, Cousin. So, Bruder. Das schreibe ich auch so, Bruder. Safe, Bruder. Und Skandal. Hydra, dankeschön für den Stufe 1. Geile Line, geile Performance. Ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo ich dich wirklich mal abgehen gesehen habe. Wallah, da war das. Skande! Ey, warte! Boah, die haben jetzt zu jedem was Gutes gesagt, außer zu Biggie, Cousin. Weiß ich. Na, Biggie war noch nicht, aber ich glaube, der kommt jetzt. Okay, okay. Hat Skandal ja. Sogar eine neue Cap? Wiki, Digga. Was von Bayer, weil durch Shem, Bruder, durch diese Coca-Shem. Ist deine Cap kaputt gegangen? Ich habe noch so viel ab, ihr habt Mehl drauf. Boah, jeder hat seine Klamotten an. Aber zu dir habe ich auch noch nichts gesagt. Ich muss sagen, du hast diesen Song echt Dynamik reingebracht. Deine Stimme ist wirklich einzigartig. Ich finde wirklich eine sehr starke Leistung, die du gebracht hast, vor allem. Wenn man sieht, von Icon 3 bis jetzt hast du wirklich eine riesen Steigerung gemacht. Safe. Eine riesen Steigerung. Jetzt kommen wir zu einem traurigen und auch schönen Moment zugleich. Es wird traurig, denn wir müssen uns von einem weiteren hier verabschieden. Und es neigt sich. Fitner? Nein! Okay, ich bin gespannt. Shit. Hier zum Ende zu. Warte, was denkst du, was jetzt passiert? Ja, einer wird raus. Okay. Das Schöne ist, wir haben die Folgen. Du denkst vielleicht, die sagen, weißt du was, wie du gesagt hast, komm, wir machen Top 6. Also Bruder, ich hätte es gemacht. Ja? Okay. Weil gerade bei diesem Song, ja, okay. Ihr habt geglänzt und nicht nur, dass keiner von euch schlechter war als der andere, sondern der Song ist allgemein gut geworden. Ja, er ist rund geworden. Genau, er ist rund geworden. Weil es gibt ja immer die Tage, man macht zwar einen guten Song, aber am Ende der ist so, ist noch offen so. Aber der Song ist wirklich rund geworden, den kann man zeigen, den kann man sagen, Bruder, wir haben einen Hit gemacht. Ja, und aufgrund dieses Hits, Top 6. Ja. Es soll die Community entscheiden. Das hätte ich so gemacht. Abgedreht und die Leute da draußen, die wissen noch nicht, was sie erwartet. Denn wir werden Deutschland mit diesen Folgen auf den Kopf stellen. Ihr habt alles nerviert! Mein Bruder! Ja, sicher! Vito, Rockschale! Jeder ist ein Kenner! Die Entscheidungen verkünden. Bitte, krieg ich danach Herzdruckmassage, Bruder? Nein, Bruder, du hast vielleicht recht, Bruder, mit Top 6. Das wäre krass. Das kann sein. Oh mein Gott. In die Villa zurückzukehren. Ey, die sollen nicht sehen. Die haben Emo-Chat gemacht. Wenn Shabab gleich hochkommt, würden wir bitten, den nächsten Künstler runterzukommen. Und wir werden euch allen einzeln die Entscheidung beteiligen. Wir dürfen nicht erfahren, ob jemand einen wählt. Alle, jetzt muss gewählt werden. Wir dürfen nicht mehr miteinander reden. Wir haben gesagt, so, jetzt geht ihr dahin und jeder Künstler läuft alleine raus. Ihr müsst rein, ihr dürft nicht hören, was jetzt gesagt wird. Oh nein. Und Bruder, wir haben nicht mal darüber uns abgesprochen. Und guck, was da oben steht, Bruder, in der Beschreibung, ganz oben. Hochverrat. Der Preis der Loyalität. Und guck, was auf meinem T-Shirt steht. Trust no one. Trust no one. Schlange mit Hand. Nein. Vertraue niemand. Sag mir nicht an. Ich, Bruder, kann sein, einer hat miese gemacht. Ne? Nein, Bruder, okay. Wenn einer miese gemacht hat, wir beerdigen den was Chat. Was denkst du, Bruder? Aber nein, du musst den gar nicht beerdigen, weil kann sein, der profitiert selber davon.
Oi. Shabab, du bist der Erste, oh mein der Gott. Hier vor uns steht. Boah, was hätte ich gemacht? Boah, jetzt... Guck jetzt noch, wie dreist, also was sie sagen, das Bruder. Ding ist, du bist doch Top 6, Bruder, ne? Du bist Top 6. Ich glaube, keiner will jetzt nach Hause gehen. Nein, keiner will nach Hause gehen. Keiner will nach Hause gehen. Aber man ist an einem Punkt, dass jeder einzelne Künstler so viel Hype aufgebaut hat, du kriegst gar nicht, also du kannst nicht mehr Hype haben jetzt so. Du bist schon so auf... Safe. Aber du willst, glaube ich, trotzdem gewinnen. Ja, du willst gewinnen, natürlich. Warte. Boah, das schwer, Chat, was hättet ihr gemacht, Digga? So. Ich hätte einen gewählt, auf jeden Fall. Ich hätte einen gewählt. Ich hätte Asu genommen. Und fair. Auch du wirst heute was, eine was wichtige... Ich hätte Asu gewählt. Ich hätte Asu gewählt. Das Ding ist, Bruder, er war nicht da gesehen. Ich war nicht da, Bruder. Ich hatte keine freundschaftliche Bindung mit niemandem. Der weiß auch nie, was so hinter den Kulissen ist. Ich weiß gar nichts, Cousin. Deswegen, der guckt neutral so. Genau, Bruder. Ich guck einfach die Folgen, die hier ausgestrahlt werden. Und immer, zum Beispiel, guck mal, man muss auch eine Sache sagen. Wallah, ich schwöre bei meinem Gott, Reddys, die Jungs haben mir nichts gespoilert vorher. Die haben, Skandal ist wie Stein, Bruder. Er sagt, ich werde dir nichts verraten. Ich muss aber auch sagen, Bruder, das liegt aber an deiner starken Einstellung. Ja, ja, du hast gesagt, wir sollen ey, Community, Wallah, seid stolz auf Sammy. Ich schwöre. Er hat gesagt, ich will meine Live-Reaction für meine Community. Echt? Wallah, die muss echt sein, Dreddys. Man muss, wenn man geschockt ist, ist man geschockt. Wenn man nicht geschockt ist, ist man nicht geschockt, Dreddys. Bruder, was man auch nicht vergessen darf, viele sind auch hier, Bruder. Und gucken die Reaction nur wegen dir. Wallah, ich hab Leute, Bruder, die haben mir geschrieben, die wollen die Episode nicht gucken. Die warten auf mich. Ja, die warten auf Sammy und wir wollen die da gucken. Die sind die Besten, ich liebe euch, wenn ich sie gehen. Das hat der halt auch korrekt für euch gemacht. Und Wallah, ich hab den sogar manchmal gesagt, Bruder, bist du sicher, dass du nichts wissen willst? Der so, Bruder, du erzählst mir nichts. Ich hätte auch nichts erzählt, aber der hat gesagt, Bruder, du erzählst mir nichts. Ich schwöre, ich bin jetzt mega gespannt. Ich hätte einfach, weil ich so fair wie möglich sein will, jedem gegenüber, ich hätte jetzt einfach gesagt, also Bruder, das war mir ein bisschen zu wenig und die anderen haben einfach mehr überzeugt. Ich hätte dich genommen. Aber das hättest du als Jury gesagt oder als Künstler? Boah, weiß ich nicht, weil Künstler hätte ich dann nochmal ein freundschaftliches Verhältnis schon. Ding so, als Außenstehender hätte ich das so gesagt, Bruder. Ich bin jetzt echt gespannt. Entscheidung treffen müssen, das letzte Mal in dieser Challenge. Okay. Shabab. Wen willst du? Wir werden dich jetzt vor eine Wahl stellen und du wirst dich entscheiden müssen. Oi. Okay. Shabab, in den letzten zwei Wochen bist du zu diversen Kopfgeld-Challenges angetreten und hast inzwischen ein Kopfgeld von 2.500 Euro angesammelt. Was du jetzt machst? Du hast jetzt die schwierige Aufgabe, einen aus dem Team, in dem ihr heute aufgetreten seid, zu eliminieren. Okay. Falls du niemanden eliminierst, trittst du damit dein Kopfgeld ab und gehst mit 0 Euro nach Hause. Boah, das ist hart. Und Bruderherz, du musst dir vorstellen, Shabab ist der Erste, der entscheidet alles, aber Shabab weiß nicht, was ein Skandal sagt. Shabab weiß nicht, was ein Paris sagt, ein Asus sagt, Bruder, ein Bayo, ein Biggie. Das ist krass. Kann sein, oh Bruder, mein einer. Mein Gott. Wallah, ich sag dir ehrlich, Bruder, bei mir, der kann mir keine Angst machen. Ich du hast 1000 Euro, ja. Bei 5.000, ich bei 5.000 ist hart. Am Brennen, Bruder. Wallah, 5.000 ist hart, Bruder. Also ich sag ehrlich, jetzt so mit meinem Kopf, diese 5.000 in dieser Position ist gar nichts. Weil ihr habt Gold, Cousin. Ja, ihr seid, verstehst du, ihr macht Songs, aber ihr seid geisteskrank. Aber das wusstest du noch nicht in dieser Position. Genau, das wusstet ihr noch vor nicht. Vor hast du dir gedacht, kann sein, alles floppt oder ich hab 5.000 auf Tasche. Ja, ja, ich hab 5.000 auf Tasche, Bruder. Dafür hätte ich Leute entführt früher, so, weißt und Katzen gesammelt und, verstehst du, Cousin? Zeitung ausgetragen. Ja, Zeitung ausgetragen, Bruder. Ron, dankeschön für den Stufe 1 ab. Xifu, dankeschön für den Prime. Tolka, dankeschön. Du musstest keine Entscheidung aufschreiben und dafür ohne dein Kopfgeld aus dem Turnier gehen. Richtig. Dankeschön. Jalla. Jalla. Biggie. Und Bruder, mach eine Pause, damit ich will das alles hier erklären. Ja, ich will es verstehen. Okay, die Künstler waren in der Villa drinnen. Mhm. Und wenn einer ausgesagt hat, musste der sich nach links hinsetzen. Da war dieser schwarze Watch. Damit keiner denkt. Er hat gesagt, du kommst hier links hin, du stellst hier hin. Okay. Du darfst mit niemandem Augenkontakt haben, nichts hören. Okay. Das heißt, Wallah, nichts wurde abgesprochen, keine Konversation. Okay, noch eine Frage. Yeah. Wenn jetzt jeder sagt, ich trete mein Kopfgeld ab. Sagen wir mal Beispiel, wir gehen nur hypothetisch. Jeder sagt, hier nimmt mein Kopfgeld, ich will niemanden wählen. So, dann hat niemand einen gewählt. Wer wählt denn dann? Die Jury? Oder ich glaube, dann kommt diese Zufall, Dings. Oder? Dann kommt diese Zettel rein. Zufall, okay. Das wäre krank, Digga. Du hattest gerade einen mega guten Auftritt. Du bist sehr weit gekommen.
und du hast bisher immer sehr gut geglänzt. Und über die letzte Zeit konntest du dir ein Kopfgeld von 1.166 Euro sichern. Dennoch wirst du jetzt vor eine harte Entscheidung gestellt. Jetzt den 10 Mille sagen müssen. Jo. Du hast jetzt die harte Entscheidung, einen von euch sechs zu eliminieren. Solltest du dich dagegen entscheiden, jemanden zu eliminieren, wirst du dein ganzes Kopfgeld abtreten. Wofür möchtest du dich entscheiden? Geld ist nicht alles. Nimm dieses Geld. Ich entscheide mich für keinen. Jeder war stark und das war's. Ich nehme keinen seinen Hack. Nimm diese Geld, ich brauche es nicht. Bam, Junge! Eier, genau richtig gesagt. Bayor, auch du hattest einen harten Weg. Ey, was sagst du? Bis hierhin. Komm, Bayor, bei dir ich weiß, Bruder, ja? Nimm den mit, den Euro, Digga, ehrlich. Ja. Wer den Cent nicht ehrt, der den Benz nicht fährt, Cousin. Auf geht's, Cousin. Doch auch heute wirst du eine schwierige Aufgabe erledigen müssen. Du hast dir ein Kopfgeld von 2.500 Euro bis hierhin verdient. Ja, das schmeckt jetzt schon. Wir kommen langsam an diese Ja, uiuiuiui. Doch jetzt ist deine Aufgabe, einen von euch sechs zu eliminieren. Boah, ich verstehe jetzt gerade erst, was für eine kranke Entscheidung. Du musst nur einen Namen sagen. Dein ist vorbei. Der kommt... Und du bist im Finale, Bruder. Es kommt auch drauf an, ne? Kann es sein, dass die sagen, ey, Bruder, der muss auf einmal betteln. Der fickt dich direkt zurück. Digga, ja. Bruder, hart, Digga. Oder du tretest dein Kopfgeld ab. Wallah, für den war klar direkt, Bruder. Sowas. Der war Kapitän, der hat diese schon in Klasse. Ich werde keinen rauswählen, steht nicht in meiner Macht. Ich bin wärmal abgerissen. Und ich bleibe bei meiner Entscheidung und ich weiß auch jetzt schon, dass ich diese Entscheidung niemals bereuen werde. Deshalb bleibt kein Name. Lieber verliere ich mein Kopfgeld. Okay. Alles klar. Stark, Bayo. Stark, Bruder. Stell mal vor, Wallah, er war ja so dreist und hätte einfach meinen Namen gesagt. Bei dir mache ich mir Sorgen, Cousin. Du hast 5 Mille da rumliegen, Bruder. Stell dir mal vor, Bruder, wir sind nur hier hingekommen, weil der mich gewählt hat. Boah, ich hab dir gesagt, Bruder, heute wird was Schlimmes passieren. Aber Bruder, schimm diese auf mich. 5 Mille? Ey, Barreco. Aber ich sag dir ehrlich... Weil das ist gut, dass sie dich auch als vorletztes gelassen haben. Boah, Bruder, Barre, Cousin, 5 Mille, Walla, ein Fünfer schmeckt, Cousin. Normal, Bruder, ich küsse dein Herz, 5 Riesen, Bruder. Walla, das schmeckt. Was du machen kannst, Bruder? Eigentlich hätten die mich auch als erstes da lassen können, weil ich glaube, bei mir kennen die auch immer die Antwort. Hart, ja. Azu. Ja. Auch du hast einen sehr weiten Weg hinter dich gebracht. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich küsse dein Herz. Du hast hier eine sehr gute Leistung abgeliefert. Oh mein Gott. Aber auch du wirst heute noch eine schwere und letzte Entscheidung treffen müssen. Oh mein Gott. Azu, du hast jetzt eine Wahl, die du mit treffen Duckface musst. Entweder eliminierst du eine Person aus deiner Sechsergruppe von heute. Ich werde niemanden eliminieren aus meiner Gruppe. Oder du kriegst dein Kopfgeld in Höhe von 4.667 Euro. Auch ab, Bruder. Okay, dann tipp ich das ab, ja. Ich werde auf jeden Fall keinen Namen aufschreiben oder sowas. Okay, dankeschön. Peace. Walla, stark, Bruder. Ja, bei dem war mir auch klar, Walla. Ey, Skandi, bitte sag mir nicht, du hast den Robin Hood gemacht, Cousin. Ich opfer mich und so dies, das. Bitte sag mir nicht, du hast das gemacht, Bruder. Bruder, da wäre ich nicht hier, glaube ich. Da will ich, weil ich weiß, das hast du. Bruder, bitte, das hasse ich, Cousin, ja? Bitte, Cousin. Ich bitte, Bruder. Nein. Was kennst du denn? Guck einfach. Top 6. Was? Barre, du gehörst auch zu den 6 Letzten von Icon 5. Wer hätte es gedacht, dass du als Nicht-Live-Künstler es so weit schaffst. Walla, gell? Wir sind mega stolz auf dich. Du hast immer sehr geglänzt. Dankeschön. Dennoch ist es jetzt sehr hart. Dein Kopfgeld beträgt 5 Mille. Aktuell 5 mit Mille. Am meisten von 5.000 Euro. Diese schmeckt. Diese schmeckt! Diese schmeckt! Hätte diese Video so gesehen? Mhm. Diese schmeckt, Bruder. Diese schmeckt, Cousin. Wird es jetzt nicht in der Entscheidung für dich schmecken?
Weil du musst einen von euch sechs eliminieren. Solltest du dich dagegen entscheiden, wirst du dein komplettes Kopfgeld abtreten. Ja, ich entscheide mich auf jeden Fall dagegen. Das heißt, mit Kippe und so hast du gesehen. Du hast das absolut falsche Outfit, du hättest Anzug da anziehen. Ja, ich schwöre. Ich entscheide mich dagegen, Habibi. Genau, und so mit Testbeenhand gesenkt. Lackschuhe kommst du da. Schon, nimm diese Geld. Fünf war's hart. Mit. Okay. Wir danken dir. Kein Problem. Wir wussten, dass das genau so ist. Colin ist Fuchs, der hat sich diese Geld wieder eingesteckt. Der hat alles eingesteckt, gell? Der ist Fuchs schlauer Meier, ehrlich. Nein, der Waller, der gibt uns alle das Geld. Baba. Skandal. Auch du hast einen sehr weiten Weg hinter dich gebracht. Für uns als Jury warst du ein Phänomen und hast uns immer sehr gut unterhalten und mit Punchlines vollgeballert. Danke auf jeden Fall dafür. Ich hab zu danken, dass du mir die Plattform gegeben hast. Es war auf jeden Fall eine große Bereicherung, auch mit dir zu arbeiten. Herzlichen Dank. Skandal, du hast dir in den letzten zwei Wochen hier in Malaga ein Kopfgeld von 1167 Euro verdienen können. Es geht heute um den Einzug in die Top 5. Oi, oi, oi. Und auch du musst eine finale Entscheidung treffen. Oi, oi, oi. Skandal, du hast jetzt die Wahl, einen aus deiner heutigen Gruppe zu eliminieren. Oder du trittst dein Kopfgeld von 1167 Euro ab. Was ist deine Entscheidung? Bitte mach's nicht, Bruder. Lass mich einmal noch mal kurz durchgehen, wer alles dabei war. Bitte mach's nicht, Bruder. Ich werde jemanden wählen. Nein, Bruder! Wie? Du hast auch gesagt, du würdest jemanden wählen. Ja, aber wie? Du willst dich selber, Cousin. Wählst du? Ich will Skandal. Nein, Bruder! Das heißt, du entscheidest dich für dich selbst. Richtig. Nein, Bruder! Dann würden wir jetzt die anderen Künstler ans Mikrofon bitten zu Skandal. Jetzt kommt ein Schockmoment für dich. Guck mal jetzt. Jetzt sagt der Groß, jetzt sagt, da wurde einer gewählt. Die checken die Welt nicht mehr. Guck mal. In diesem Moment, ne? Ja, ja. Weißt du, was mir Gedanken in meinen Kopf gekommen sind? Schaff mir, bei Allah, wenn ich herausfinde, wer mich gewählt hat, ne? Nein, Bruder, es kann nicht. Mal jetzt, Bitte, Bruder. Alle gehen Liebe davon Top aus, dass keiner gewählt wurde, ne? Film. Ihr alle wurdet gerade vor eine Wahl gestellt. Und habt euch alle dazu entschieden, euer Kopfgeld abzutreten, bis auf eine Person. Guck jetzt, Shepard. Eine Person hat jemanden gewählt. Guck, Shepard. Spaß, gell? Mit wem macht ihr dieser Fitna? Die Person, die eliminiert wurde, ist Skandal. Ich war baff, Bruder. Guck jetzt, guck weiter, vertrau mir, Bruder. Bitte nicht, Bruder. Skandal hat sich selber eliminiert und hat jetzt noch eine schwierige Aufgabe. Denn Skandal, du musst jetzt dir einen von deinen Partnern aus der heutigen Challenge einen aussuchen, gegen den du morgen antreten wirst in einem Songwettbewerb. Das fand ich wiederum korrekt, Bruder. Ich hatte wenig. Du hast dich selber in diese Position gebracht, Cousin. Warum? Walla, warum? Bruder, soll ich dir ehrlich sagen, warum? Ja! Ich schwör auf alles, Bruder. Ich bin einfach korrekt, Bruder. Ich liebe einfach alle von denen. Wallah, ich liebe einfach jeden Einzelnen, Bruder. Und ich weiß, Bruder, Cousin, Wallah, hätten die das anders gemacht, hätte jeder andere das auch gemacht. Weißt du, Bruder? Aber einfach nur, damit das nicht kommt, habe ich direkt gesagt, hör mal zu, Bruder. Cousin, ich sehe das nicht ein, Bruder, in dem Fall jetzt noch, miese zu machen auf irgendjemanden. Ich gehe selber, yalla, salam alaikum.
Walla, also Bruder, das spricht für dein Herz. Ich schwöre auf meine Mutter, hätte ich so Freunde wie du, ich wäre schon Bürgermeister geworden. Walla, ich wäre Präsident geworden, Cousin. Walla, bei meinen Freunden, die sind genau Gegenteil. Das zeigt einfach nur deine Größe, Cousin. Aber für mich ist es traurig, weil ich will, dass du es gewinnst, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielleicht, guck mal, du bist jetzt in meiner Lage, Bruder. Richtig. Wen würdest du herausfordern? Guck mal, was für Künstler da stehen, Bruder. Du musst einen wählen? Ich muss einen wählen, so wie Beispiel. Ja. Sag dir ehrlich, ich hätte mich herausgefordert. Willst du? Also, du sagst Barré? Bruder, das Ding ist, Bruder, weißt du, warum mich? Weißt du, warum mich? Weil die Chancen gut sind, weil du hast schon 100.000 Songs rausgebracht. Erstens das und zweitens, Bruder, weil das ist meine Musik, die ich mache, Bruder. Mhm. Ist die keine, ist nicht live. Ist keine Musik, die man live macht. Genau, ich mach jetzt diese Studio Filmmusik und so. Und guck mal, bei einem Bayer, Bruder, der kannst Rap, du nicht, Bruder. Der Rap, ein Azu, Rap, ein Shabab. Ich hätte Barré gewählt, ja. Bruder. Ja. Sag dir, wie es ist. Ich hätte, Bruder, wenn ich in deiner Position wäre, ich hätte mich gewählt. Sag ich dir, wie es ist, Bruder. Ey, mach mal Liebe in den Chat für Skandal. Walla. Guck mal, der kennt die Leute gar nicht. Der hat die da kennengelernt, an meinem Bruder. Die sind in diesen 10 Tagen, 12 Tagen sind die richtig. Die sind ihm so hart ans Herz. Die anderen hätten es doch auch machen können. Jenny Barré hätte sich auch selber wählen können. Ja, weißt du, was mein Vorteil war? Ich hab direkt gesagt, ich schwöre bei Allah, ich opfer mich. Krass, ja, das ist keine Ding, Chance, ne? Mehr, Bruder. Das sonst hätten die das auch gemacht und ich hab mich direkt raus. Ich so, Bruder, ich bin raus. Und ich hab auch gesagt, Bruder, stand da, Bruder, war ich halt einer der meisten, der die meiste Community hatte. Ja, stimmt. Ich hab gesagt, Bruder, am Ende des Tages, wenn es zu diesem Wer gewinnt kommt, hab ich gute Karten. Oi, und oi, voila, oi, macht oi, ihr oi. Das, Bruder. Oi, 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 oi. Wen nimmst du? Okay. Das Song Battle wird deine letzte Chance sein für den Verbleib im Turnier. Mach Top 6! Ich hab gefragt, ob einer von denen will, weißt du? Ja, ja. So viel wäre der Ding jetzt so viel. Guck mal, es gibt einen, gegen den ich gerne antreten würde. Colin! Skandal. Genauso wie ich mich selber rausgewählt habe, genauso will ich mich auch selbst herausfordern. Was laberst du da? Guck mal, ich will mal was klarstellen. Genauso wie ich hier hingekommen bin und euch mein Wort gegeben habe, dass ich einen Skandal machen werde, genauso werde ich mich verabschieden. Ich werde selber entscheiden zu gehen, ich werde niemanden herausfordern und genauso werde ich nach Hause gehen. Du bist der Einzige, der sein Kopfgeld behält und dir werden 1.167 Euro ausgezahlt. Besteht die Möglichkeit, das Geld hier zu lassen? Was zu machen? Besteht die Möglichkeit, das Geld hier zu lassen? Ich bin daran interessiert, 1.117 Euro hier zu lassen und die 50 Euro zu bekommen, genau die ich euch gegeben habe. Ich hab die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet. Um das zu beenden, ihr könnt das Geld haben. Teilt das bitte auf die Gruppe auf. Ich verabschiede mich. Einmal wie Skandal leben. Ja, wir wollen das alle. Deswegen. Ist das okay? Ich will keinen einzigen Cent davon haben. Also Skandal, das Geld, Bruder, ja, wird auf jeden Fall auf deinem Konto landen. Ich habe kein Konto. Du hast kein Konto? Nein. Dann wird es per Post bei dir ankommen. Ich wohne auf der Maxstraße 5, das ist ein Obdachlosenheim in Essen. Dann wird es dir vorbeigebracht. Für die Clown. Was du dann mit dem Geld machst, ist deine freie Entscheidung. Skandal, wir bedanken uns bei dir ganz herzlich für deine Teilnahme. Du warst eine Riesenbereicherung für die Show. Wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften. Du hast uns immer sehr gut unterhalten. Und Bruder, ja. Walla, krass. Ich küsse dein Herz, Bruder, Walla. Walla, krass, Cousin, ja. Bruder, Walla, ich würde mich auch gerne hier an dieser Stelle, Bruder, auch an BZ, Emre und Xandro bedanken. Xandro natürlich für die Investition, Bruder, die er gemacht hat. Abgesehen davon aber auch an BZ und Emre, Bruder, die mich letztendlich auch so, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Auch, Bruder, in der Villa, wo die mir gesagt haben, Bruder, was los? Zum Beispiel, wo Infinite rausgeflogen ist als Beispiel, war ich ja auch irgendwo so, yalla, Bruder, gleich bei Performance, nimm auseinander. Deswegen, die haben mir auch, Bruder, viel, viel Plattform gegeben. Deswegen nur Liebe. Walla, ich glaube es gerade nicht. Aber pass auf, weil wir sind gerade 13.000 Leute, Dreddys. Guck mal, das ist ein Turnier
Und er hat sich jetzt geopfert, damit die anderen noch weiter wachsen können. Dreddys, ihr könnt Skandal weiterhin groß machen, weil... Ich küsse dein Herz, Bruder. Das ist das. Auch Barre und dich. Und Barre natürlich auch. Aber Bruder, guck mal, die Sache ist, ich sag das immer, es ist nicht schwer, bekannt zu werden, es ist schwer, bekannt zu bleiben. Nein. Und das Wichtigste, was jemand haben kann, ist eine Community. Das ist alles, weil ihr unterstützt uns, ihr supportet uns, ja, ihr macht alles. Und ich bitte euch wirklich darum, weil Skandal jetzt angefangen hat mit Twitch, nochmal sehr dringlich, Mods, ein Shoutout. Ihr müsst nur auf das Herz drücken und somit könnt ihr Skandal supporten, Adreris. Walla, was du gemacht hast, hat Größe gezeigt. Ich hätte es nicht gemacht. Krass. Walla, du hast mehr Herz als ich. Ich schwör, meine Mutter, ich hätte irgendwie eingefickt. Du hast auf ein reines Herz, Bruder. Nein, ich hätte auch gefickt. Nein, nein, Bruder, hättest du nicht. Nicht? Ich schwör, weißt du warum? Weil vor Ort hättest du anders gehandelt, Bruder. Glaub mir, Cousin. Deswegen. Das ist echt hart. Ich mach das Ding, Bruder. Du kannst das jetzt sagen, Bruder, als Außenstehender. Aber ich glaube, vor Ort, Bruder. Bruder. Zum Beispiel, beispielsweise bei deinem Format, Bruder. Mhm. Sagen wir mal, ich habe jetzt nicht viel mit... Also ich habe schon echt mit vielen Künstlern bei dir Kontakt, Bruder. Mhm. Weil auch, Bruder, Walla, ich feiere auch genauso wie ich Eigenfeier, feiere ich auch bei Blarü, Bruder. Aber da würde es mir einfacher fallen, jetzt zu sagen, ich würde den wählen als Beispiel. Ja, so, weißt du? Oh mein Gott, Walla. Aber, Bruder... Ich schwöre, den Award, gell, dieses Jahr, Bruder, weil es ist ja noch nicht zu Ende. Ich küsse dein Herz, den Award, Bruder. Für den Mann des Jahres hast du bekommen. Bruder, wir alle, Bruder, Walla. Von mir heute verliehen, Bruder! Der Award für den Mann des Jahres, mein Bruder, ist Skandal. Ich schwör auf alles. Skandi, Digga. Folgt ihm auf Twitch, Adredis. Walla, geisteskrank Skandal. Ehrlich, Bruder. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ein Teil auf deinem Weg bleiben werden und weitere Skandale von dir sehen werden. Darf ich noch eine letzte Nachricht mitgeben? Gerne. Ich gebe jetzt mit, das ist noch Icon 5. Icon 6 wird genauso wie zu Icon 5 ein bestimmter Künstler kommen. Das ist mein Onkel. Genauso wird zu Icon 6 ein ganz bestimmter Künstler kommen. Der wird maskiert sein. Lasst euch überraschen. Vielleicht werden es auch zwei sein. Durch diese Aussage, ne? Guckst du Icon, Bruder, jeder zweite. Ich hoffe, meine Mutter kommt mit Maske da in dieser Booth. Jeder zweite, jeder wird sagen, yo, ich komm von Skandal, ich komm von Skandal. Hallo, Bruder, ich habe einen Typen gesehen auf TikTok. Ja, ja, der macht genau einen. Ich dachte, das bist du. Bei Allah, ich guck einfach. Ich denke mir, hä, ist das Skandal? Das ist doch gerade auf Twitch live. Was hat er da gemacht? Wie macht er das? Wer ist das? Walla, das ist so ein stabiler Typ, Bruder. Walla, Skandal, der Junior. Und der hat dann einfach gesagt, komm, ich geh dann ab und zu in seinem Live rein. Und krass, Digga. Walla, krass, Daddy ist ehrlich, ja. Hart, ja. Walla, hart. Skandal, wir würden dich dann einmal zurück in die Villa betten, um deine Koffer zu tragen. Walla, jeder von denen muss dir mindestens, wenn die am Peak sind, am Ding, eine Rolex schenken, Cousin. Das ist dein Ernst, Bruder, Walla. Aber vielleicht, Bruder, werden wir alle erfolgreich. Aber ganz ehrlich, hättet ihr einfach Top 6 gleich machen. Ja, hättet ihr einfach Top 6 gelassen, Digga. Ehrlich, Digga. Walla, einfach Top 6, Digga. Ich muss auch sagen, Bruder, sorry, Bruder. Ja, klar. Walla, also Emre auch, ne? Ja. Sandro auch, Bruder. Aber Walla, BZ war richtig gebrochen, Bruder. Ja, safe. Walla, Bruder, und der war fast am Weinen. Also, er kam wirklich zu mir. Walla, der hat mich umarmt, Bruder. Der so, ich schwöre auf alles, Bruder. Das ist einer der härtesten Tage dieses Jahr gewesen bei mir. Krass, weil der hat mich auch richtig gern gehabt, Bruder. Und ich mag ihn auch immer noch, Bruder. So, weißt du, BZ, deswegen nur Liebe. Und ihn hat das richtig getroffen, Bruder. Weil keiner wusste, dass das passiert. Walla, hart. Ehrlich. Bruder, du hast von mir den vollsten Respekt, Digga. Bei Gott, Kafkas Mensch, hast Dankeschön für 10 verschenkt. Bruder, ich war ja safe, du bist im Finale. Ich weiß, Bruder, das war ja das Coole. Ich bin ja hier hingekommen heute. Du Wichser hat mich sogar verarscht, Digga. Weil ich habe ihm erzählt, Bruder, ein Kandidat hat mich angeschrieben und er will für die finale Folge zu mir nach Hause kommen. Und ich sag, ey Bruder, aber da musst du auch kommen, weil... Normal. Und sonst, ich sag so, ja, ich werde auch kommen. Er sagt, ich komm dann auch, Bruder, ich komm dann auch. Lad ihn ein, ich komm dann auch und so. Du hast mich voll verarscht, Digga. Du bist ein so spannender Mann. Digga, Bruder. Hättest du aber damit gerechnet, nie gar nicht. Nie im Leben, Bruder, nie im Leben. Guck mal, es gab diesen einen Moment, Bruder. Du hast Zorro in deine Story gepostet, gell? Ja, und da habe ich Bauchschmerzen bekommen. Du hast mich sogar vorhin... Guck mal, für die Leute, die das nicht checken, das musst du, sollen wir das einmal erklären? Ja, klar, komm nach vorne. Also, Chat, immer wenn ich etwas gemacht habe, habe ich das anhand von Animes in meiner Insta-Story gepostet. Und es gab eine Szene bei Zorro, da hat er für seine gesamte Truppe den ganzen Schmerz auf sich genommen. Und irgendwann mal kam Sanji und hat ihn da gesehen. Der so, was machst du hier, Zorro? Wer hat dir das angetan? Da war der Blut überströmt. Mhm. Dann sagt Zorro,
dann sagt Zorro zu Sanji, also Sanji fragt ihn, was ist passiert, und Zorro antwortet mit, nichts ist passiert. Und deswegen habe ich das gepostet so, weil es gibt nur ein Zorro. Bei mir gibt's, bei mir, Bruder, es gibt nur dieses einmal opfern und dann Walla richtig krass, opfern. Wallah krass, Digga, ehrlich. Eieieiei. Skandi, Alter. Oh, Skandi. Moment, ich war baff. Ja, Bruder. Liebe Künstler, ihr gehört zu den letzten 5 von Icon 5. Bruder, schaut, Saman Akkoyim, ich bin aus wie Bruder gekommen. Wallah, guck mal, ganz kurz. Guck mal, Bayo und Bari, ich küsse deren Herzen. Die sind richtig gebrochen, Wallah, weil ich gegangen bin. Guck mal, Bayo und Bari. Guck mal, Biggie will so ein bisschen den Barre zum Lachen bringen, so, ne? Der so, ne, Bruder. So, der hat gar keinen Bock zu lachen, Bruder. Ich küsse eure Herzen. Wallah, stabil, Digga. Ich schwöre, Digga, ey. Ich hab diese Scheiße gemacht, Bruder. Baba, ein Song gedroppt, nächstes Song jetzt in die Ecke 5, Top 5. Wallah, krass, Bruder. Weißt du, vor einem Jahr, Mann, ich hatte nicht einmal 10 Euro, Bruder, das wäre dünner. Und jetzt kann sein, man wird bald mit der RS und so, weißt du? Meier. Aber ich sag euch ehrlich, mein Cousin wird auch noch Icon 6 kommen, er wird auch sehr viel Krach machen, auch ein Kurdi, RBG. Und RBG. Ich liebe euch, danke an die ganze Crew und an die ganzen Leute. Ich liebe euch und passt auf euch auf. Baba, gell! Wallah, ich bin traurig. Wesh, Icon 5, baby. Ich bedanke mich auch an jeden Einzelnen. War mir eine Freude, hier teilzunehmen, und da gibt es eigentlich nicht viel zu reden. Ne? Jeder weiß schon, dass es Real Life, kein Anime. Stamm. Ich schätze jetzt auf jeden Fall zuerst mal Dankeschön an die ganzen Jury, an das ganze Team, dass wir hier teilnehmen durften. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Erfahrung gewesen. Ich habe nicht viel zu sagen, bei mir die Enttäuschung sitzt sehr tief, dass der Skandal rausgeflogen ist. Walla, guck mal, Digga, Walla, guck mal, Digga, ehrlich, Bruder, Walla, das ist krass, Digga. Walla, ich küsse dein Herz, Bruder. Walla, krass, Bruder, Walla, das ist Bruder. Gemacht hat, ich liebe dich, mein Bruder. Hart, ja. Ja, soll ich anfangen? Danke an alle, danke an die Leute da draußen, danke an die Jury, danke an das ganze Team. Hart, ja. Vergangenen Monaten oder in den letzten 2 Jahren gab es sehr viele Höhen und Tiefen für mich. Ich bin stolz auf mich selber. Icon 5 war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dass ich die Jungs auch alle kennengelernt habe. Was soll ich sagen? In Zukunft einfach abreißen, ihr werdet vieles von mir hören. Ich liebe euch alle, danke für den krassen Support. So wie ich denke, wird er mich auch safe 100% erwähnen. 100%. Dankeschön an alle, an das ganze Team erstmal, an Icon, an das ganze Team, und Dankeschön auch an alle Jungs, die mitgemacht haben. Dankeschön an die Jungs, die gerade hinter mir stehen. Das war eine geile Zeit. Sie ist noch nicht ganz vorbei, aber bald wird sie wahrscheinlich vorbei sein. Und ich würde gerne zum Abschluss eine Sache machen, die wir mehr als alles andere hier gemacht haben. Einmal Applaus für Skandal und für die ganze Top 17, die hier gemacht haben. Ich hätte Geld darauf setzen können, dass der mein Name nennt. Ah, Digga. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und die letzte Hürde werdet ihr morgen bestreiten müssen. Krass, ja. Bravo. Weißt du, was ich mir jetzt vorstellen kann? Ich weiß aber nicht, ob. Also, ich weiß das nicht, dass jetzt am Ende Colin kommt und so macht. Jogo was? Ja, guck jetzt. 100%. Jogo was? Das war's mit Icon Zucker. Nein, Bruder, da sind noch 4 Minuten. Und das, wie weit ich mich erinnern kann, war genau das Ende, okay. Bruder. Ne? Ja. Ich kann mir jetzt 100% erinnern, dass weil ich weiß, so war fertig, dann ist Beza direkt aufgestanden und zu mir gekommen. Er sagt jetzt bestimmt, Jogo was? Das war's mit Icon 5. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und sowas wird er jetzt sagen. Guckst du. Jogo was? Liebe Zuschauer, ich möchte mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken. Ihr habt uns dieses Jahr komplett vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres durch all unsere Höhen und Tiefen begleitet.
Ihr habt die tiefsten... Bruder, ich muss was erzählen. Meine Mutter, ne, die verfolgt das ja alles gar nicht. Wohin noch, Bruder, ja. Die weiß ja gar nicht, ne? Aber durch meinen kleinen Cousins, kleinen Cousinen... Die bekommt so mit. So, weißt du? Die ruft mich gerade an. Ja. Die beleidigt mich einfach. Die sagt, warum hast du diese gemacht? Die so, warum hast du diese Geld nicht genommen? Ja. Die so... Wer sind diese? Kennst du die? Dann ist so, das sind alles meine Freunde, Mama. Die so, ja, okay, hast du gut gemacht. Wallah, die hat das nur jetzt gerade einmal gesehen. Die so, 1000 Euro? Wie, du hast dich genommen. Bruder, und dann habe ich gesagt, Mama, das waren alles meine Freunde. Die so, okay. Wallah, krass. Ey, Bruder, Skandal, du hast mich gefickt, Bruder. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Wallah, du hast mich traurig gemacht. Guck mal, Bruder, ich sag dir eine Sache. Ja. Sollte ich es schaffen, weil ich glaube, die Top 3 kriegt Geld, ne? Oder wer kriegt Geld? Sollte ich auf jeden Fall das Ding gewinnen und irgendwo Geld machen, wallah billah, ich mache Hefte mit dir. Schwöre, boah, Digga! Und ich schwöre bei Allah, Bruder, wenn wir spenden das auch. Okay, bin ich spendet auch an mich dann, wallah. Am besten, okay? Nein, Spaß! Der ist doch auch mit dabei, der Sammy. Wir machen das zusammen mit dieser, ich habe schon fast alles fertig. Du musst mir da ein bisschen helfen mit diesem Brunnen. Machen wir dann. Ich habe einen richtig guten Kontakt. Ich habe auch einen, ich habe schon an sich alles beauftragt, Bruder. Dann lass so, dann machen wir das alle gemeinsam. Safi, inshallah, mein Bruder. Ich habe Punkte von Icon 5 gesehen und ihr durftet auch die höchsten Punkte miterleben. Aber eins ist klar, Icon 5 wäre niemals so ein riesiger Erfolg gewesen ohne euch. Mit Icon 5 haben wir wirklich jeden... Darum, Bruder, jetzt gerade mir eine Sache in den Kopf gekommen. Vorher, ich und Barré haben geredet. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder, was denkst du, wer Icon 5 gewinnen kann? Vom Potenzial her, von alles, so Gesamtpaket, alles. Und er sagt, Bruder, es gibt viele, die sind krass so, aber ich denke Shabab. Und ich sag, hä, nein, Mann, Skandal, Digga. Jetzt weiß ich, warum du nicht Skandal gesagt hast, du Wichser, Digga. Jetzt check ich erst, Digga. Ich schwör auf meine Mutter, das kommt jetzt so wie ein Ding in meinen Kopf. Sonst hättest du direkt Skandal gesagt, Bruder. Krank, Digga, ja? Einzelnen yes, Rekord, ab, der in der gesamten Geschichte von Mate und Icon gewesen ist, gebrochen. Und die einzigen, die zu danken sind dafür, seid ihr. Die Top 5 steht jetzt offiziell fest. Wir haben unseren Job getan und geben jetzt unsere Stimmen und unsere Macht, die wir in Icon haben, an euch ab. Das heißt, ihr Zuschauer da draußen könnt jetzt für euren Favoriten abstimmen. Yes. Indem ihr Hashtag und den Künstlernamen unten in die Kommentare schreibt, wie es auch bei der ersten Runde möglich war. Aber wird das echt so ausgewotet? Jetzt mit Hashtag und Künstlername? Ich, Bruder Walla, wenn du das sagst, ich wusste das gar nicht. Ich sag dir ehrlich, weil ich bin fair, Bruder, gell? The stage is yours, mein Bruder Barry. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich sag dir, wie es ist, Bruder. Diese, damit kannst du direkt schon alles vergessen. Wenn du diese sagst, Bruder, dann brauchst du gar nichts zu sagen. Nein, ja. Nein, Bruder, ich sag dir, wie es ist, Bruder. Das, guck mal, Bruder, das ist für mich... Warte, pass auf. Ja. Hier werden andere Leute noch sitzen. Ewa, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Ich hoffe, meine Mutter schreibt aber alle Hashtag Barré rein. Direkt. 3000 Kommentare. Hashtag Barré. Und Hashtag Bayo. Dreddys, Mods, einmal bitte den Link noch einmal reinschicken in den Chat. Von der Folge, Dreddys. Und dann geht Spam-Adresse. Aber die sollen auch darauf achten, wenn man das macht, Bruder, ne? Darf man nur Hashtag Barré machen. Nicht dieses Hashtag Barré, Bruder, Hashtag Barré. Ja, ja, genau. Hashtag. Nicht Hashtag Barré, Bruder, Barré, sondern Hashtag Barré. Richtig, weil alle anderen Bruder, die hier sitzen werden, die werden es auch tun, mein Bruder. Darum, Chat, ihr hört, Bruder, wenn ihr wollt, dass ihr Barré da oben seht in den Top 3, damit Barré mit Skandal Hälfte-Hälfte machen kann, was Geld angeht, dann kommentiert seinen Namen, Adredis, oder nicht? Hashtag Barré. So. Das heißt, zeigt Support, zeigt uns, wen ihr gerne auf Platz 1 sehen möchtet und die Ergebnisse und Gewinner werden euch dann im Februar offiziell mitgeteilt. Wir, das gesamte Team von Icon und die Jury haben unser Bestes gegeben, die Künstler auf eine erfolgreiche Karriere in der Industrie vorzubereiten. Und jetzt liegt es an euch selbst. In den nächsten paar Wochen werdet ihr noch Solo-Projekte von den Top 5 sehen, um euch die Entscheidung, wer auf den ersten Platz von Icon 5 soll, einfacher zu machen. Das heißt, verfolgt weiterhin den Channel, checkt die Projekte ab und stimmt fleißig für eure Favoriten. Und bevor ich es vergesse, ich möchte euch jetzt noch darauf hinweisen, dass die Bewerbungsphase für Icon 6 jetzt offiziell angefangen hat. Ey, aber kommt jetzt noch irgendwas? Ja, Bruder, jetzt wird...
Woche für Woche. Also ich weiß nicht, ob direkt nächsten Sonntag wird, wie gesagt, diese Singles. Jeder Künstler hat nochmal eine Single, ein Video. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das machen werden. Ich glaube, es wird, so wie der das auch gerade gesagt hat, von jedem Künstler, also von jedem Künstler, der in der Top 5 ist, eine Folge rauskommt. Zum Beispiel sagen wir mal, es kommt eine Folge von mir und dann wird zum Beispiel von Anfang... Ja, kommst du dann nochmal vorbei? Ja, 100%. Tamam, Bruder! Bei mir, Bruder, ich bin ja raus, ne? Ich komme sogar mit Skandal. Ich bin ja raus, ne, Bruder? Aber Sonntag, ne? Also, ich glaube, Sonntag kommt mein allerletzter Song. Solo-Song. Solo-Song. Wir haben den noch mit dazu gegeben als Geschenk, weißt du? Haben die gesagt, du kriegst auch noch mit. Zwar nicht direkt Top 5, aber du darfst das Song machen. Und ich mache jetzt gerade mein Video. Inshallah bin ich bis Sonntag fertig. Dann kommt der Sonntag und das so. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, das ist für mich, du hast ja gerade gesagt, das ist Skandals Lieblingssong. Das ist für mich der Lieblingssong. Krass, ich steige auch genau so ein. Mein erster Satz in den Song ist, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Ich bin nicht wie die Rapper, verrate keine Brüder und liefere keinen ans Messer. So steige ich direkt ein. Das ist erstmal eine Geschichte von mir und ich rede viel über mich, Bruder. Bruder Walla, ich bin dick gehypt. Darf ich noch eine Sache sagen? Darf ich das sagen? Was denn? Mit dieser Mal ein bisschen, ne? Hä? Mit dieser Mal ein bisschen, auch ein bisschen. Bruder, ich kann was anderes machen. Okay. Guck mal, Bruder. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich mache was anderes. Weil das ist kein direkter Leak. Bruder, kannst du einmal kurz auf Sturm machen? Ja, Moment. Ich muss beide Mikrofone muten. Eins, zwei. Okay. Erzähl, Bruder. Guck mal, da ist jetzt eine Aussage, die ich in diesem neuen Song mache. Hä? Hört mal genau hin, was ich sage. Boah, Digga! Lass die Hüllen fallen, OnlyFans! Lass die Hüllen fallen, OnlyFans! Was meint er wohl damit? Lass die Hüllen fallen! Ey, Bruder, zeigst du uns ein bisschen Haare? Bruder, wir haben 20.000 nicht gebrochen, Bruder! Boah, Scheiße, Digga! Richtig strikt bei mir! Okay, nochmal. Kennen die doch schon alle. Ziegenbar, ich will die nochmal sehen. Kennen die doch schon alle. Aber man sieht nicht richtig. Komm ein bisschen nach vorne, Skandi. Komm ein bisschen nach vorne. Ich weiß gar nicht, sieht man gar nicht? Warum sieht man das nicht? Ja! Yeah! Anik. Ich hab einmal Maske ein bisschen nach oben gemacht, Bruder. Hier Walla, ist alles gemacht, ist durchgedreht. Gins sind gekommen, Cousin. Ich schwöre, Digga, ja? Also wie gesagt, es kommt jede Woche ein Video von jedem Künstler, Bruder, und danach wird gewotet und danach ist Icon komplett vorbei. Okay, krass. Asu hat mir gesagt, er will kommen. Mhm. Du kommst. Ich komme 100%, Bruder. Und den Rest gucken wir dann. Bayer kannst du eigentlich sagen. Bayer 100%. Bayer kommt 100%. Bayer kommt auch 100%. Und den Rest gucken wir dann, ja? Ja. Gucken wir dann, okay. Ui. Wer ist noch da? Biggie und Chevelle. Das heißt, wenn ihr da draußen denkt, dass ihr das Zeug dazu habt, neben den Villa-Kandidaten mal, Lady, zu stehen. Ey, DJ, mein Bruder, danke schön für 10 verschenkt. Ich liebe dich, DJ. Eure Bewerbung einsenden. Und damit ist alles gesagt. Wir vom gesamten Icon-Team wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann spätestens im Februar bei der Siegerehrung für die Top 5. Walla, sehr stark. Colin, auch dir guten Rutsch, Bruderherz. Danke, Colin, Habibi, für alles. Ja, machst du deine Pause, Bruder? Walla, ich brauch auch diese Top 5. Genau, geht mal eure Bruder, Pause machen. Ganz kurz noch, Bruder, was ist mit Dings? So, Dreddies, wir machen noch weiter, also wir gehen noch nicht offline. Wir haben noch ein bisschen was vor mit euch. Subziel und Doni, mach ich. Macht euer Ding, Jungs. Ich bedanke mich hier kurz bei den Leuten. Bruder, ich würde mich auch gerne nochmal bei jedem bedanken, der da war. Ja, Walla, ich liebe euch. Aber nochmal, ne? Seid mal nicht diese richtig ekligen Zuschauer und haut jetzt ab, nur weil Icon vorbei ist. Wir arbeiten weiter. Wir machen Walla weiter, Dreddies. Machen weiter. Noch coolen Content. So, der Sammy gibt doch ein paar Infos gleich über, wieso Icon ist jetzt vorbei so fast. Der gibt doch ein bisschen Infos. Der hat ja auch ein Format, Rap La Rue, das muss auch glänzen. Chill. Richtig, wir machen weiter. Ich habe noch ein paar coole Videos für uns rausgesucht. Walla. Aber macht erstmal euer 5-Minuten-Pause, Bruder. Das